Christoph. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung hier in unserer Europäischen Akademie in Otzenhausen stattfindet. Das ehrt uns, Sie schmücken uns damit, das ist toll. Es gibt ja viele Gründe, zu einem solchen Thema eine Veranstaltung durchzuführen, und es gibt einen Anlass oder es gibt einen besonderen Anlass, nämlich der, dass Klaus Töpfer einen halbrunden Geburtstag zu feiern hatte. Wir sind nicht mehr innerhalb der Oktav, es liegt schon ein paar Tage zurück, es war der 29. Juli. Und lieber Klaus, ich darf sagen, Engagement hält jung. Du bist der ja, hier anwesende Beweis dafür, genauso wie Arno Krause, der eben noch ein paar Sommer älter ist als du und nach wie vor eben aktiv die Geschicke der Akademie mit nach vorne treibt und das Thema Nachhaltigkeit eben populär macht. Zeit ist relativ. Das wissen wir seit Einsteins allgemeiner und spezieller Relativitätstheorie. Und das wird auch an so einem halbrunden Geburtstag eben deutlich, wenn man jetzt nach erster Hochrechnung mal 75 Jahre vom Jahr 2013 abzieht, dann landen wir im Jahr 1938. Das ist dein Geburtsjahr. In dem Jahr haben wir zum ersten Mal eine Straßenverkehrsordnung in Deutschland gekriegt. Das ist gerade mal erst 75 Jahre her. In dem Jahr wurde in Wolfsburg das Volkswagenwerk gegründet, ein paar Wochen vor deinem Geburtstag, und damit eben, ja, die hießen noch nicht Volkswagen, sondern kraftisch Freudefahrzeuge. Damit wurden Autos eben erschwinglich für den Normalverdiener und wurde eine Entwicklung eingeleitet, die wir alle kennen. Aber ich will nicht die 75 Jahre zurückblicken, sondern ich will 75 Jahre nach vorne blicken. Und wenn wir nach vorne blicken und zu dem Jahr 2013, eben 75 Jahre, also deine bisherige Lebensspanne dazu addieren, dann sind wir im Jahr 2088. Die Jüngsten unter uns, die Schüler, die wir jetzt die letzten zwei Tage hier in der Akademie hatten, sind abgereist, die kamen aus Italien und Deutschland, haben auch zum Thema Nachhaltigkeit gearbeitet. Die werden zum größten Teil das Jahr 2088 alle noch erleben, von uns hoffentlich immer noch der ein oder andere, da sind ja auch noch ein paar Hoppler, jetzt fange ich schon an zu randalieren, da sind ja auch noch ein paar junge Gesichter, die die Chance haben, eben das Jahr 2088 zu erleben. Die werden eine Welt erleben, die ganz anders sein wird, die mit unserer Welt eben genauso wenig zu tun haben wird, wie eben unsere Welt heute mit dem Jahr 1938 eben vergleichbar ist. Die Frage wird sein, wie sehen die Weltmeere aus? Welche Wälder gibt es noch bei uns in den Tropen? Wie sehen die Mangrovenwälder aus? Wie sieht unser Klima aus? Wie wird die Temperatur sein? Wie werden die Meeresspiegel sich im Jahr 2088 verändert haben? Und welche Auswirkungen wird das haben auf die Menschen, die in besonderer Weise davon betroffen sind? Dabei denke ich insbesondere eben an Afrika, das eben nach wie vor ein relativ starkes Bevölkerungswachstum eben hat und möglicherweise auch noch dann haben wird, mit einer jungen Bevölkerung, die vom Klimawandel in besonderer Weise eben betroffen sein wird und die, wer will es verdenken, eben dann auch übers Mittelmeer nach Europa drückt. Also die Welt in 75 Jahren wird eine ganz andere sein als heute. Deshalb ist es eine ehrenwerte Aufgabe, nicht nur darüber nachzudenken, das tun wir in dieser Akademie ja permanent, was und wie sich die Welt möglicherweise verändern wird, sondern Bewusstsein zu wecken, dass sich Engagement für eine bessere Welt durchaus lohnt. Wenn wir dann beides zusammenzählen, die 75 Jahre zurück und die 75 Jahre vor, dann sind wir
bei 150 Jahren, das ist gerade mal die Hälfte der Zeitspanne, die her ist seit Karl von Karlowitz, ein Berghauptmann, die wir im Saarland ja hier auch kennen, vor 300 Jahren den Begriff der Nachhaltigkeit eben geprägt hat. Wir wissen alle, dass wir auch im Jahr 2013 von der Nachhaltigkeit ein gutes Stück entfernt sind. Das heißt, es bedarf eben Generationen, bis wir eben von der Idee tatsächlich in die Umsetzung vom Wissen zum Handeln kommen. Das ist ja eines der Themen, mit denen sich der vorangehende Kongress, bei dem erfreulich viele Lehrer teilgenommen haben, beschäftigt hat. Also ich sagte, Zeit ist relativ, das gilt eben für vieles, aber nicht für Moderatoren, die eben darauf zu achten haben, Herr Ladwig, dass das enge Zeitkorsett auch tatsächlich eingehalten wird. Deshalb mache ich an der Stelle einfach auch einen Punkt, sage nochmal herzlich willkommen, schön, dass Sie alle hier sind in unserer Akademie und ja, wünsche uns einen spannenden, interessanten Nachmittag. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Jetzt randaliere ich schon wieder zum Geburtstag, lieber Klaus. Lieber Stefan Mürsdorf, zuerst einmal in unser aller Namen, es ist schön, dass wir heute mit dir gemeinsam dieses Symposium begehen können. Es ist schön, dass du uns heute hier in deiner Europäischen Akademie mit begrüßt hast. Es ist schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun können. Lieber Klaus Töpfer, sehr geehrte Frau Töpfer, lieber Peter Altmaier, liebe Anke Rehlinger, sehr geehrter Herr Krause, als Hausherr hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie heute zu diesem Symposium am Nachmittag gekommen sind. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen im Namen der gesamten saarländischen Landesregierung an einem der Zukunftsorte des Saarlandes. Denn an kaum einem anderen Ort in unserem Land wird so sehr, so häufig, Stefan Mürsdorf hat das eben gesagt, so intensiv und zwar mit allen Generationen, über das Thema Zukunft, insbesondere auch Zukunft dieser Region nachgedacht wie hier. Und zwar in zwei Facetten, die uns in einer besonderen Art und Weise umtreiben und die auch etwas miteinander zu tun haben, nämlich in der internationalen, insbesondere in der europäischen Perspektive und in der Perspektive der Nachhaltigkeit. Denn gerade wenn man in einer Region wie dem Saarland lebt und arbeitet, weiß man, dass das ohne die internationale, ohne die europäische Perspektive überhaupt nicht möglich ist, überhaupt nicht denkbar ist. Und gerade wenn man in einem Haushaltsnotlageland arbeitet, weiß man, dass das Thema Nachhaltigkeit von einer ganz besonderen, einem ganz besonderen Gewicht auch ist, alleine schon für die Politik, weil jede Investition, jede finanzielle Entscheidung unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck auch steht. Und welches Kriterium sollte man eigentlich besser anlegen, auch an diese Entscheidung, als das Kriterium der Nachhaltigkeit? Und deswegen bin ich der EOO sehr dankbar, dass sie sich mit beiden Themen befasst. Und wir sind ja im Moment auch gerade in der Diskussion darüber, wie wir dieses Nachdenken zwischen Regierung und EAO noch stärker miteinander verzahnen können. Und ich freue mich auf das, was dabei herauskommen wird. Ich darf Sie begrüßen zu einem Symposium, das zwei Daten eigentlich zum Anlass hat. Das eine ist die Zahl 300. Stefan Mürsdorf hat eben darauf hingewiesen. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird 300 Jahre alt. Und er hat auch darauf hingewiesen, wer den Begriff erfunden hat und wie die Umstände waren. Und ich glaube, auf diese Umstände sollte man noch einmal hinweisen, weil gerade in der heutigen Zeit ich oft den Eindruck habe, dass das Thema Wirtschaften, Wachstum und Nachhaltigkeit in einen Gegensatz zueinander gesetzt werden. Wenn man sich aber die Entstehung des Begriffes Nachhaltigkeit anschaut, dann war im Grunde genommen eine wirtschaftliche Überlegung Ausgangspunkt dieses Begriffes.
Man hat nämlich in einem Bergbaurevier festgestellt, dass man in die Gefahr hineinläuft, dass der Rohstoff, den man braucht, um Bergbau auch organisieren zu können, nämlich das Holz, dass dieser Rohstoff knapp wird. Und es gab eine wirtschaftliche Überlegung, was müssen wir denn tun, damit dieser Rohstoff erhalten bleibt und damit damit auch der Bergbau für die nächsten Jahre ermöglicht wird. Das war der Ausgangspunkt damals und ich glaube, dass das einer der Aspekte ist, die für uns heute auch ganz wichtig ist, keine falschen Gegensätze zu bilden, sondern sozusagen die Dinge zueinander zu bringen. Und jemand, der hier im Saarland, aber auch international immer unterwegs war, um genau diese Gegensätze nicht als Gegensätze im Raum stehen zu lassen, sondern zu sagen, wir müssen, und das macht erfolgreiches Arbeiten und erfolgreiche Politik aus, wir müssen in einer kreativen Art und Weise Gegensätze zu einem vernünftigen Ganzen zusammenbringen, das ist Klaus Töpfer. Und auch das ist eben gesagt worden, er ist 75 Jahre alt geworden, auch dazu nochmals von dieser Stelle aus einen herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir beides haben, 300 Jahre Begriff der Nachhaltigkeit und 75 Jahre Klaus Töpfer, dann schreit das gerade dazu, dass man ein Symposium zum Thema Nachhaltigkeit hier macht. Und auf dieses Symposium freue ich mich sehr, freue mich auf eine spannende Diskussion, freue mich vor allen Dingen jetzt aber auf einen spannenden Impulsvortrag von dir, lieber Klaus Töpfer. Herzlichen Dank. Ja, einen sehr schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, lieber Peter Jacobi, Frau Ministerin, lieber Arno Krause, Herr Wiegand, man könnte weitermachen. Denn das ist ja das Schöne und glaube ich auch eigentlich das Nachhaltige, dass meine Frau und ich in Saarland immer wieder zurückkommen können und eigentlich immer wieder zu Hause sind. Das Saarland war und ist für uns ein Teil unseres Lebensablaufes. Über 20 Jahre haben wir hier gelebt. Und da können Sie sich vorstellen, je älter du wirst, umso mehr weißt du, was du damals gehabt hast. Es ist ja auch so, Annegret, wahrscheinlich passiert dir das später auch mal, wenn du 75 bist, komme ich dann auch wieder. Wahrscheinlich ist es so, dass die Zeit auch Vergangenheit verklären kann. Und das ist schön und gut so. Stellen Sie mal vor, das wäre nicht der Fall, dann wäre es wirklich ein sehr armseliges Leben. Und dann kannst du eben hier wieder herkommen und weißt, der Karl Rauber ist immer noch dabei und Peter Georgi, den man mal schon in Münster an der Universität kennengelernt hat, ist immer noch hier dabei. Und du gehst und siehst Herrn Blädrich. Wie gesagt, du kannst es bis zu Peter Jacobi durchführen. Überall hast du dieses als Erinnerungsstütze und als Teil deines Lebens wiedergefunden. Und das ist ja auch ein gutes Stück Nachhaltigkeit. Um das nur zu sagen, ich bin ja, weiß Gott, einigermaßen durch die Welt gekommen. Zum Leidwesen meiner Familie, meiner Frau, war man doch außerordentlich, sagen wir mal, positiv mobil. Wir sind immer wieder umgezogen. Und du hast dann immer wieder gemerkt, je älter du wirst, umso schwerer ist es wirklich wieder neue Freundschaften im Sinne einer wirklichen Freundschaft zu schließen. Und du kommst immer wieder dahin zurück, wo das noch möglich war. Und das war unsere Zeit im Saarland mit. Gab es auch andere Teile, aber dies ist eine ganz wichtige Sache. Das ist für uns nachhaltig. Und deswegen bin ich herzlich dankbar, dass man hier in der Europäischen Akademie Otzenhausen so etwas durchführt. Und da freue ich mich, dass Stefan Mörsdorf da ist, von dem ich natürlich weiß, wie sein Lebenslauf gewesen ist, als er noch jünger war, im Bereich der Nichtregierungsorganisationen, der NGOs und dann seine Tätigkeit als Minister. Und da schließe ich mich der Ministerpräsidentin an. Das alleine ist eine großartige Sache, dass wir dich hier wieder so sehen und dass du hier so gesprochen hast. Nun ist es ja ein Problem, wenn man zwei solche Vorredner gehabt hat, das nicht aufzugreifen, was sie gesagt haben. Und das habe ich mir natürlich auch vorgenommen. Natürlich
ist gegenwärtig Karl von Carlowitz, derjenige, der in diesem Jahr 300 Jahre zurückliegt mit seinem Buch Silvicultura Economia. Das war dieses Buch. Ich habe das als Original jetzt vor kurzem in der Hand gehabt, denn bei der Buchmesse in Leipzig ist es in neuer Form veröffentlicht worden, auch so, dass man es jetzt lesen kann. Und es ist ja wirklich ein Voliant. Es ist ein großes, dickes Buch. Und solche Bücher, die so noch geschrieben waren, dass man sie eigentlich mit der deutschen Sprache heute gar nicht mehr lesen kann, haben ja den großen Vorteil, dass du daraus was zitieren kannst, ohne dass du die Gefahr läufst, dass jemand nachliest. Das ist ja das Erfreuliche an solchen Büchern, muss man ja sehen. Nun hatte ich also die Notwendigkeit, diesen Neudruck in Leipzig bei der Buchmesse vorzustellen und habe mich etwas weiter rein vertieft. Es gibt nebenbei auch dazu ein kommentierendes, kluges Buch, das ich nur zum Erwerb empfehlen kann. Also ich bin da nicht beteiligt, keine Sorge, dass ich für Tantiemen werbe. Und wenn Sie sich das mal durchsehen, dann ist es ja erstmal festzustellen, Karl von Carlowitz, man kommt ja durch die Welt und durch Deutschland, also wenn Sie 5% finden, die mit dem Namen was anfangen können, haben Sie aber schon eine sehr seltsame Zusammensetzung gehabt. Ich meine, hier bei uns können es 100%, das ist völlig klar, aber im Allgemeinen ist das recht begrenzt. International kannst du es geradezu gänzlich vergessen. Und herausgezitiert wird das, was auch die Ministerpräsidentin angesprochen hat, was Stefan Mörsdorf angesprochen hat, dass er darauf hingewiesen hat, wir haben eine Energie- und Rohstoffkrise. Sachsen war damals die Montanregion der Welt. Liegt halt als Erzgebirge da, das heißt nicht zufälligerweise Erzgebirge. Das war die Grundlage des Wohlstands des kurfürstlich-sächsischen Hofes. Der war also für den Silberbergbau da verantwortlich. Sitz in Freiberg nebenbei, der ältesten Montanuniversität der Welt. Fantastisch auch, dass sie sich bis zum heutigen Tage noch erhalten hat, in guter Qualität, fast so gut wie die Saarländische Universität, die Saarbrücker da. Und er hat sich eben dieser Problematik gegenüber gesehen. Was machen wir? Abstützen von Stollen mit Holz ist zunehmend ein Problem. Energie zu haben für das Schmelzen von Erz ist zunehmend ein Problem. Und dann hat er darauf so darüber nachgedacht, wie gehst du denn mit solchen Knappheiten um? Und das Spannende in dem Buch ist, dass er eigentlich genau dieselben Schritte geht, die wir heute gehen, wenn wir Knappheiten zu überwinden haben. Da hat er erstmal gefragt, kannst du damit effizienter umgehen, sparsamer, sinnvoller umgehen? Stehen ganze Seiten darüber drin, wie die Hausfrauen Holz effizienter beim Kochen nutzen könnten. Dass man da noch so einen Ring reinlegt, also ist ganz interessant zu sehen, was er da alles reinschreibt. Effizienz, eine der Antworten auf dieses. Zweiter hat er gesagt, wenn du Energie brauchst, kriegst du woanders was her. Also gibt es sowas wie Substitution. Hat er sich viel Gedanken darüber gemacht und kommt auf etwas, was den Naturschutzengagierten heute eher graue Haare als großen Beifall abverlangt. Da hat er gesagt, für Energie nehmen wir Torf. Der hat also Abbauregelungen für Moore und Feuchtgebiete da reingeschrieben. Heute würden wir nicht sagen, dass das ein Beispiel für Nachhaltigkeit ist. Ganz im Gegenteil, die Diskussion darüber, wie sind die Moore in ihrer CO2-Aufnahmefähigkeit, ist heiß im Gange. Auch zwei Lager, die es da gibt, die einen sagen, toller CO2-Speicher und die anderen sagen, aber die Methanemissionen in hohem Maße. Könnte man den ganzen Nachmittag darüber sprechen, wollen wir aber gar nicht. Er hat gesagt, wir können substituieren. Wir können das, was wir viel haben, nämlich Moore, dafür nutzen, dass wir Energie damit erzeugen. Und er hat drittens auch gesagt, was wir im Allgemeinen auch jetzt machen, gibt es Ingenieurlösungen. Engineering. Ich frage Sie mal zurück, wenn Sie nur so viel auf dem Wald entnehmen dürfen, wie nachwächst, an was kommen Sie denn dann? Es ist eine dialogorientierte Veranstaltung. Da kommen Sie natürlich auf die Idee und sagen, da müssen wir uns mal umsehen, welche Bäume wachsen denn am schnellsten nach. Und das hat er gemacht. Der ist auch umgegangen und hat gesagt, welche Bäume wachsen am schnellsten nach.
Und er hat die großartige Erkenntnis gehabt, dass die Fichten am schnellsten nachwachsen. Also Karl von Carlewitz ist auch der Urvater der deutschen Fichtenmonokulturen. Weil das genau seiner Zielsetzung, wir brauchen eine ingenieurmäßige Lösung, in vollem Maße entspricht. Bis dahin also fällt es dir schwer, Karl von Carlewitz als Urvater der Nachhaltigkeit zu bringen. Aber er hat dann eins hinzugefügt. Und das ist der Punkt, der ihn zum Nachhaltigkeitsurvater macht. Er hat gesagt, du musst aus der Kurzfristigkeit des Heutigen in die Mittel- und Langfristigkeit des vor dir Liegenden hineingehen. Er hat gesagt, du musst heute Bäume pflanzen, wissend, dass nicht du es bist, der diese erntet. Er hat also die generative Thematik gebracht und hat da die soziale Dimension auch sauber herausgearbeitet. Er hat gesagt, ich kann nicht von den armen Leuten, den Köttern verlangen, dass die in Wald investieren, die sie gar nicht mehr nutzen können, sondern das ist eine der damaligen Zeit entsprechend edle Aufgabe des Adels. Die sollen nicht Schlösser bauen, sondern die sollen in Wald investieren, denn sie haben die Möglichkeit, auch ihr Leben weiter zu gestalten, angenehm zu gestalten, ohne dass sie Abbrüche tun, wenn sie in Wald investieren. Und da hast du die drei Grundlagen von Nachhaltigkeit glänzend in der Hand. Diese Dimension ist es also, die uns bei Nachhaltigkeit in besonderer Weise fordert. Wie weit sind wir in unserem politischen Handeln, und das Thema geht ja nicht nur auf die Ressourcenschonung, sondern auf die politische Handlungsmaxime hinaus. Wie weit sind wir in unseren politischen Entscheidungen bewusst oder unbewusst der Tatsache Rechnung tragend, dass das, was wir heute machen, mittel- und langfristige Konsequenzen hat? Hans Jonas, einer der von mir in besonderer Weise geschätzten Philosophen, ein deutscher Jude oder ein jüdischer Deutscher, der aus Mönchengladbach kam und dem Holocaust entronnen ist, hat in seinem wirklich großartigen Buch Prinzip Verantwortung geschrieben, wir müssen uns vornehmen, dass unser Wissen den zeitlichen Konsequenzen unseres Handelns adäquat ist. Und genau das ist es nicht. Das heißt, wir entscheiden aus kurzfristigen Überlegungen und sind uns der mittel- und langfristigen Folge nicht oder nicht hinreichend bewusst. Dies ist eine außerordentlich herausfordernde Angelegenheit. Derselbe Hans Jonas hat bei der Verleihung des Ehrendoktors der Technik-Universität Berlin in den 70er Jahren bei seinen Danksagungen gesagt, er könne sich vorstellen, das wäre aber ein ganz vages Können, dass eine Partei gewählt würde, die das mittel- und langfristige zu ihrem Programm macht und darauf hinweist, dass damit kurzfristige Nachteile verbunden sind. Eine bemerkenswerte Fragestellung. Denn die Realität unserer Gesellschaft ist ja nicht, dass wir uns gerade für die mittel- und langfristigen Konsequenzen in besonderer Weise Gedanken machen, sondern dass man auch der Politik vorwirft, dass sie eher eine auf die Legislatur bezogene kurzfristige Entscheidungsfindung hat und damit die mittel- und langfristigen Konsequenzen des heutigen Tuns nicht oder nicht hinreichend im Auge hat. Und das ist wirklich eine der ganz großen Herausforderungen. Wie weit können wir das in eine Gesellschaft mit hineinbringen? Peter Altmaier ist hier. Das ist ja der Anwendungsfall, der uns im Augenblick in ganz besonderer Weise damit beschäftigt. Natürlich kannst du hinkommen und sagen, aber wenn wir jetzt billige Kohle ohne CO2-Preise verbrennst, hast du Energiepreise, die sehr niedrig sind. Der Strompreis an den Börsen war noch nie so niedrig wie jetzt. Sowohl an den Spotmarkt als auch an dem Terminmarkt unter 4 Euro Cent. Die Frage ist nur, hast du damit die mittel- und langfristigen Konsequenzen dieses Handels bedacht oder nicht?
subventionierst du also damit den aktuellen Wohlstandspfad, nicht wissend oder sogar wissend, dass das, was du heute nicht einkalkulierst, bei anderen einkalkuliert werden muss. Das ist Nachhaltigkeit nach Karl von Clausewitz, ganz schlicht. Die Frage also, wie weit sind wir bereit, dieses zu politischer Aussage zu machen? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr demütig in dieser Sache. Denn nicht Minister zu sein, mal gewesen zu sein, ist eine Verlockung, das jetzt zu sagen, was du eigentlich hättest vorher machen können. In Deutschland gibt es ja den schönen Satz, dass die besten Minister immer die ehemaligen Minister sind. Also ist es angeraten, das mit großer Demut zu betrachten. Aber vielleicht ist es die Aufgabe auch derer, die diese Verantwortung jetzt nicht zu tragen haben, in die Öffentlichkeit hinein diesen Zusammenhang darstellen zu können und zu müssen sogar. Nicht als Anklage an Politik heute, sondern eine Herausforderung an die Gesellschaft heute, dass sie dieses abverlangt von Politik. Das ist ein anderes Vorgehen und ein ganz, ganz, ganz wichtiges. Das ist genau dasselbe, was wir in der Wirtschaft haben. Deswegen bin ich ja so dankbar, dass es solche Persönlichkeiten wie Herrn Wiegand gibt, die ja nicht wie die Blinden von der Farbe über Wirtschaft sprechen, sondern das gemacht haben. Und dann hinterher hinkommen und sagen, Augenblick mal, haben wir nicht an vielen Stellen genau diese Maxime betrachtet, das mittel- und langfristig Notwendige, auch jetzt schon geradezu verletzt. Ich bin im hohen Maße der Überzeugung, dass das die Herausforderung ist, die vor unserer Gesellschaft heute steht. Wie können wir die Tatsache, dass wir durch wissenschaftliche Forschung und Entwicklung immer tiefer in die Bausteine von Natur und Umwelt hineindrängen und damit mittel- und langfristig wesentlich weiterreichende Konsequenzen auslösen? Wie können wir das in einer Zeit berücksichtigen, die eigentlich in ihren Entscheidungen immer kurzfristiger wird? Und wir werden permanent kurzfristig. Auch wenn man dem einen oder anderen auf den Nerven geht, wollen wir es nochmal sagen. Aber wir sind natürlich unter dem Diktat der Kurzfristigkeit. In einer Zeit, wo eigentlich die Konsequenzen unseres Handels immer langfristiger sind. Und deswegen ist es für mich so wichtig, herauszuarbeiten, dass das nachhaltig ist. Da gibt es viele sehr konkrete Bereiche. Und wie gesagt, bei allen drei Komponenten der Nachhaltigkeit. Also die da glauben, Nachhaltigkeit sei ein ökologisches Thema, denen sei nur gesagt, dem ist nicht so. Auf ein Thema hin zu optimieren, ist noch machbar. Aber wenn du das machst unter dem Gesichtspunkt, dass du natürlich auch soziale Stabilität zu erhalten hast und dass du wirtschaftliche Prosperität nicht als ein schlechtes, sondern ein die soziale Stabilität mit stützende Aufgabe ansiehst, dann wird das schon ein bisschen problematischer. Aber das ist unmittelbar damit verbunden. Wir brauchen uns bis in den Naturschutz hinein natürlich nicht eine Begründung herauszuarbeiten, warum wir die Vielfalt von Schöpfung zu bewahren haben. Natur hat uns gegenüber nicht zu beweisen, warum sie nützlich ist. Dass sie Teil von Schöpfung ist, ist für mich allein Begründung, sie in der Vielfalt zu erhalten. Wer sind wir eigentlich, dass wir hinterher Beckmessern feststellen, ob da etwas entwickelt ist, was des Schutzes und des Nutzens bedarf. Aber richtig ist auch, dass wir uns klar werden, dass darin enorme Weisheiten eingebunden sind, die zur Bewältigung von Problemen in einer Welt mit 9 Milliarden Menschen zwingend notwendig ist. Deswegen machen wir solche Naturschutzaufgaben auch mit, um genetisches Potenzial zu erhalten, um Lösungsansätze in der Natur aufzuspüren und für unsere Probleme wirklich nutzbar zu machen. Nochmal zurück zu dem, was unsere Gesellschaft jetzt in besonderer Weise herausfordert. Natürlich, alles das, was wir in der Vergangenheit und heute machen, um eine neue Energietechnologie zu entwickeln, braucht Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ist noch nie anders gewesen nebenbei.
Also wenn du von allem Anfang an alle Kosten der Entwicklung bei anderen Energietechnologien in die Preise der Aktualität mit hineingebracht hättest, wären die nie verkauft worden. Wir machen das. Aber wir investieren darin. Für mich sind Kosten relevant. Aber Kosten sehe ich eigentlich immer unter dem Gesichtspunkt, sind es Investitionen, die uns eine Chance schaffen, Lösungen mittel- und langfristig bedeutsamer Abläufe besser zu machen als jetzt. Und diesen Investitionscharakter herauszuarbeiten ist deswegen auch wichtig, weil wir eine Verpflichtung haben, weltweit damit. Wissen Sie, ich kann nicht zurück nach Nairobi gehen, wo ich 8 Jahre war, und sage, pass mal auf, bei euch scheint die Sonne viel mehr als bei uns. Also ihr macht jetzt Solarenergie. Dann werden die alle zunächst mal sehr beeindruckt sein und sagen, hast du die Technik dafür? Da kann ich auch noch sagen, ja, den musst du dann bitte entwickeln. Aber es ist die Aufgabe eines technologisch führenden Landes wie der Bundesrepublik Deutschland, mit wirtschaftlicher Stabilität solche Investitionen in neue Techniken zu machen, auch wenn wir nicht der präferierte Standort in der Zukunft dafür sein würden, weil es möglicherweise mehr genutzt wird in einem Land, wo wir 3.500 Sonnenstunden haben und nicht wie bei uns 900. Das ist eine Aufgabe, die wir als eine Verpflichtung in diese Welt mit hineinnehmen, wissend, dass die Bevölkerung Europas im Jahre 2050 noch 5% der Weltbevölkerung sein wird. Wiederum die mittel- und langfristigen Konsequenzen. Und dafür werbe ich intensiv. Und da weiß ich mich mit denen, die sich damit intensiv zu beschäftigen haben. Und Peter Altmaier und natürlich die Ministerpräsidenten stehen an der Spitze dabei. Lassen wir uns doch unser Energiesystem ein bisschen mehr Karl von Carlowitz bezogen machen. Binden wir doch die mittel- und langfristigen Kosten mit ein. Und wir werden sehen, dass daraus durch Forschung und Entwicklung neue Chancen für uns auch entstehen. Wenn ich das nur in die Aktualität hineinnehme, werde ich wieder unter das Diktat der Kurzfristigkeit geraten und werde sehr viel Schwierigkeiten haben, das umzusetzen. Deswegen verfolge ich mit großem Interesse, wie das Saarland diese Energiewende aufgreift. Was wäre das für eine tolle Sache, wenn das Saarland das Land wäre, das erste, das sagen könnte, wir sind 100% erneuerbar. Das wäre doch eine Zielsetzung. So wie wir die eine oder andere Stadt und Gemeinde in der Republik schon haben, die das umgesetzt haben. Wie könnte man das wunderbar verbinden, vielleicht sogar mit den Nachbarn in Lothringen oder mit den Nachbarn in Luxemburg, die genauso, vielleicht sogar noch engagierter, sich mit der Frage beschäftigen, wie lange steht das Kernkraftwerk Kattenum da noch? Ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung mit dem Luxemburger Umwelt- und Infrastrukturminister in Saarburg. Sie können sich vorstellen, das war wirklich eine tolle Sache. Und sie alle setzen darauf, dass wir mit diesem, was wir uns energiepolitisch vorgenommen haben, Erfolg haben. Weil wir nur die Möglichkeit technologischer Alternativen bringen können. Und dass das für viele junge Menschen eine unglaublich attraktive Sache ist, das weiß ich wohl sehr genau. Nicht nur für die, aber besonders für die. Bei unser eins mit 75, meine Damen und Herren, da kannst du sagen, naja, das wird alles noch reichen. Und mit dem Klimawandel geht es hinterher auch erst ein bisschen ärgerlicher weiter. Aber einen Beitrag zur Nachhaltigkeit haben wir deswegen auch geschafft, weil wir Großeltern von 4 Enkelkindern sind. Und die laufen in diese Zeit hinein. Und deswegen glaube ich, ist das schon mehr als nur eine akademische Frage, was hat Karl von Carlowitz vor 300 Jahren zu der Energiekrise seiner Zeit gesagt, sondern dass er uns den Sinn geschärft hat dafür, dass wir bitteschön die Konsequenzen unseres heutigen Handelns auch mittel- und langfristiger Art mit aufgreifen sollten, uns dessen bewusst sind. Und soweit es wirklich in einer Umwandlungsphase möglich ist, diesem auch entsprechen. Keiner springt von 0 auf 100, aber man muss wissen, wo das 100 ist und man sollte sich den Pfad dahin machen. Das vielleicht als einige einleitende Worte zu dem, was sie hierher geführt hat.
nochmal, ich danke allen ganz herzlich, die gekommen sind. Ich weiß, sie sind nicht meinetwegen gekommen, sondern aufgrund der Tatsache, dass die Ministerpräsident und die Landesregierung hierhin eingeladen haben und dass Arno Krause und der Stefan Mörsdorf hier sind. Aber ein bisschen freut mich auch. Und deswegen herzlichen Dank dafür. Und lassen Sie uns darüber wirklich ernsthaft sprechen, wie können wir es erreichen, dass wir aus diesem Diktat der Kurzfristigkeit, die unser Leben wirklich regiert, ein Stück wieder rauskommen, etwas nachhaltiger werden. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank, Herr Professor Töpfer. Sie bleiben bitte gleich oben. Vielen Dank für die Tour de raison durch den Begriff Nachhaltigkeit. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Schauer Ihnen über den Rücken gelaufen sind, wenn Sie an die Umsetzbarkeit denken, der Visionen, die Professor Töpfer skizziert. Ich darf Sie jetzt bitten, auch mit vorne auf die Bühne zu kommen. Klaus Wiegand wird die Diskussion eröffnen. Und Herr Professor Töpfer hat ja auf die unterschiedlichen Brüche in dieser schwierigen Thematik aufmerksam gemacht, dieser berühmte Dissens zwischen Denken und Handeln, zwischen Reden und Tun. Sie sind ja jetzt schon seit wirklich vielen Jahren im Nachhaltigkeitsgeschäft unterwegs. Die Politik ist sowohl Täter als auch Opfer. Welche Note würden Sie der Politik im Allgemeinen geben bei der Durchsetzung von Nachhaltigkeitsfragen? Mit dieser Frage können Sie noch Umgehen. Danke. Ich werde so eine schwierige Frage vielleicht am Ende der Veranstaltung gern beantworten. Im Augenblick will ich versuchen, vor so einem kompetenten Kreis einmal ein bisschen das herauszuholen, was wir von der Politik über Nachhaltigkeit erwarten und was man davon umsetzen kann. Lassen Sie mich aber zu der sehr schönen Einführung von Professor Töpfer eine Ergänzung machen, die deutlich macht, warum wir auch so unter Druck stehen und Nachhaltigkeit nicht so als ein Nebengeschäft betrachten dürfen und können. Wir haben in der Zeit von 1950 bis heute 2 Milliarden Menschen zu Wohlstand gebracht, zu materiellem Wohlstand. Und dieser Schub in der Weltwirtschaft hat schon dazu geführt, dass wir die Probleme in der Nachhaltigkeit, die wir heute haben, dadurch hervorgerufen werden. Und jetzt stehen wir im Zuge der Globalisierung und der völlig legitimen wirtschaftlichen Aufholjagd der Schwellen- und Entwicklungsländer vor der Situation, dass in den nächsten 20 Jahren weitere 3 Milliarden Menschen alle Anstrengungen unternehmen werden, um in den sogenannten Mittelstand der Verbraucher aufzusteigen. Das ist ein ungeheurer Schub auf Ressourcen- und Energienachfrage. Aber das trifft nicht nur den Konsumbereich. Professor Messner vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hat aufgezeigt, dass in dem gleichen Zeitraum, den nächsten 20 Jahren, nur in Asien Infrastrukturinvestitionen vorgenommen werden in einer Größenordnung, die dem 2,5-fachen aller Infrastrukturinvestitionen Europas seit der industriellen Revolution entsprechen. Und ich bin kein Wissenschaftler, ich komme aus der Wirtschaft. Für mich eine ungeheure Herausforderung allein für den Ressourcen- und Energiemarkt, der da auf uns zukommt. Und natürlich als Folge auf unsere Senken die großen Ökosysteme der Welt. Das ist im Grunde der Hintergrund, vor wem wir im Grunde fragen müssen, Politik, was können wir zur Bewältigung dieser Fragen tun? Und ich finde, Professor Töpfer hat im Grunde die Generalfrage, die ich jetzt allen stellen darf, gestellt. Was müssen wir im Grunde an unserer heutigen Politik überdenken, möglicherweise verändern, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden? Darf ich vielleicht mit Ihnen beginnen, Herr Bundesminister Altmaier, dass Sie dazu ein paar Gedanken uns nennen? Ja, Sie haben es ja, Herr Wiegand, gesagt, die Herausforderung für die Nachhaltigkeit besteht in der kombinierten Bevölkerungs- und Wohlstandswachstumsdynamik, die es so noch nie auf der Welt gegeben hat.
Wir haben in Westeuropa auf der einen Seite ein hohes Interesse daran, dass dieser wirtschaftliche Aufholprozess in Asien gelingt, weil damit auch Export- und Wachstumsperspektiven für die reifen Volkswirtschaften in Europa und Amerika verbunden sind. Auf der anderen Seite erleben wir aber, nach 3 Dekaden erfolgreicher Umweltpolitik, für die Klaus Töpfer steht wie kein anderer, dass durch dieses enorme Wirtschaftswachstum, gerade in Asien und eines Tages in Südamerika und Afrika, ein Teil der ökologischen Grundlagen, die wir gesichert zu haben glauben, in mühsamer Arbeit wieder in Frage gestellt werden, weil dadurch das ökologische Gleichgewicht verändert wird. Und deshalb brauchen wir zunächst einen Bewusstseinswandel. Ich glaube, dass bei den jungen Menschen das viel weiter ist als bei denen meiner Generation. Ich war gestern im Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis, habe mit über 100 Schülern diskutiert über Klima- und Energiewende. Und was dort die Quintaner, Tertianer und andere im Alter von 14, 15 Jahren an Fragen und an Thesen formuliert haben, das ist unglaublich viel mehr als das, was beispielsweise ein durchschnittlicher Bundestags- oder Landtagsabgeordneter, wenn ich von meiner Profession reden darf, vor 5 oder 6 Jahren formuliert hätte. Da verändert sich etwas. Zweitens, wir müssen Entscheidungen treffen. Und da ist es so, in der Mathematik, da kreuzen sich die Parallelen in der Unendlichkeit. In der Politik kreuzen sich die Interessen in der Gegenwart. Beispielsweise, ich werde als Umweltminister immer gefragt, müsstest du nicht dafür sorgen, dass all die alten Kohlekraftwerke viel schneller stillgelegt werden und durch moderne Gaskraftwerke ersetzt werden, die weniger CO2 verbrauchen und regelbar sind. Aber ich bin natürlich auch der Umweltminister aus dem Saarland und für das Saarland. Und ich weiß, dass wir im Saarland einige Kohlekraftwerke haben und dass wir die auch noch gerne einige Zeit lang behalten wollen. Dann ist die Frage, kann ich es erreichen, dass die umweltfreundlicher werden? Kann ich es erreichen, dass wir es so organisieren von den Abläufen her, dass es verträglich wird? Wir haben im Saarland Stahlindustrie. Wenn ich den CO2-Preis teurer mache, und ich würde ihn gerne teurer machen, weil er in den letzten Monaten immer mehr verfallen ist, dann kommt sofort die Stahlindustrie und sagt, aber lieber Herr Minister, damit arbeiten Sie ja eigentlich gegen unsere saarländischen Interessen. Und diese Konflikte müssen wir aushalten und müssen sie lösen. Ich bin sehr davon beeindruckt, dass wir erlebt haben, dass gute Umweltpolitik letzten Endes auch Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und ausbauen kann. Und deshalb müssen wir solche Fälle definieren und zeigen, wie das Saarland dann dort beispielsweise vorangehen kann. Danke sehr. Kann ich mal... Hallo? Ja, das geht, danke. Danke. Ich bin sehr dankbar für den Hinweis, dass wir ein verändertes Bewusstsein schaffen müssen in der Zivilgesellschaft. Und wir hier in Otzenhausen an der Europäischen Akademie, wir versuchen seit Jahren, Menschen in Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung zu unterrichten, sie interaktiv dazu zu bewegen, ein verändertes Verhalten dann auch zum Handeln kommen zu lassen. Es gibt noch eine zweite wichtige Voraussetzung, die wir hier verkünden, dass wir sagen, wir brauchen auch andere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung. Und da ist vor allen Dingen das Thema Externalisierung von Kosten mit zu sehen. Aber darauf kommen wir später vielleicht nochmal zurück. Frau Ministerpräsidentin, wie würden Sie aus Ihrer Sicht diese Herausforderung eines relativ kleinen, aber sehr agilen Bundeslandes aufnehmen? Ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die unabhängig von der Größe eines Bundeslandes sich an alle Akteure stellt, weil wir ja nicht nur in unserem eigenen Bundesland politisch agieren, sondern weil wir ja aus unserer Sicht durchaus auch ein sehr gewichtiger Teil der nationalen Politik insgesamt sind. Und deswegen glaube ich, um auch auf die Ausgangsfrage noch einmal zurückzukommen, ist es wichtig, und Klaus Töpfer hat in seinem Eingangsstatement im Grunde genommen die große Herausforderung auch für die Politiker heute beschrieben, indem er gesagt hat, im Grunde genommen muss Politik langfristiger gedacht werden, aber unter Rahmenbedingungen, die immer kurzfristiger werden.
Und die Aufgabe von uns ist es, vor dieser ja fast unmöglichen Aufgabe nicht zu kapitulieren und nicht zu sagen, das kümmert uns nicht und wir sehen sozusagen die nächsten Wochen und Monate, die wir gestalten müssen. Und deswegen wird es insbesondere in der Politik und auf der Ebene, das ist im Land so, Peter Altmaier hat ja die Konfliktpunkte genannt, wo das, was man theoretisch noch gut erklären kann, wo man im theoretischen Ansatz auch noch viel Zustimmung findet, wo das, wenn es dann konkret wird, in der Diskussion mit der eigenen Stahlindustrie, in der Diskussion mit den eigenen Kraftwerksbetreibern vor Ort, da ist es genau diese Aufgabe der Landespolitik, an den Stellen für mögliche Konfliktlösungen, für ausgeglichene oder für einen Interessensausgleich auch Wege aufzuzeigen. Und je besser das gelingt, desto besser, glaube ich, kommt man auch aus diesem Dilemma von Kurzfristigkeit und Langfristigkeit heraus. Wir haben ja eben ganz kurz beim Eingang auch rund um das Thema Energiewende das Stichwort Cattenom gehabt. Und es ist aus meiner Sicht schon interessant, wie man auch politisch mit diesem Thema umgehen kann. Natürlich, und das gehört zur Grundkoordinate der saarländischen Politik dazu, gibt es keine politische Kraft in diesem Land, die nicht sagt, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, mit der französischen Seite zu einem Ausstieg von Cattenom zu kommen, so schnell wie möglich, dann werden wir diese Möglichkeiten ergreifen. Aber mein Eindruck auch in vielen Gesprächen und Begegnungen mit der französischen Seite ist, dass das, was die am meisten überzeugen wird und dazu bringen wird, Cattenom vom Netz zu nehmen, das gelungene Beispiel ist, dass man hochindustrialisiert und positiv wirtschaften kann ohne Atomenergie. Und deswegen ist für uns die Frage, wie gelingt eine Energiewende, in einem doppelten Maße wichtig. Sie ist wichtig für uns als ein klassischer Industriestandort. Sie ist aber gerade mit Blick auf die europäische Dimension wichtig als ein Beispiel direkt in einer europäischen Kernregion, als ein Beispiel dafür, dass es gelingt und dass es gelingen kann. Und ich glaube, dieses mit gutem Beispiel, dieses altmodische Wort, mit gutem Beispiel vorangehen, das ist aus meiner Sicht die Aufgabe, die wir gerade auch in der Landespolitik haben und die Entwicklungen möglich machen, die dann auch wiederum Entscheidungen, Diskussionen auf nationaler Ebene und darüber hinaus auch in Gang setzen können. Danke sehr. Frau Ministerin Rehlinger, darf ich Sie auch bitten, ein kurzes Statement aus Ihrer Sicht zu diesem Generalthema zu geben? Ja, sehr gerne. Also ich denke mal, das Erste ist, dass wir tatsächlich dafür Sorge tragen, dass der Begriff der Nachhaltigkeit eben nicht darauf reduziert wird, dass die Umweltministerin sich darum zu kümmern hat, sondern dass man ihn tatsächlich so umfassend versteht und auch umsetzt anschließend, dass jeder sich in seinem persönlichen Verantwortungsbereich davon angesprochen und auch in der Verpflichtung sieht. Ich denke, das ist mal das Erste, dass wir ein gewisses Grundverständnis dafür entwickeln und es auf die einzelnen Themenfelder auch herunterbrechen. Das war auch ein Ansatz, den wir gewählt hatten jetzt in diesem Jahr der Nachhaltigkeit, dass wir gesagt haben, diesen sehr abstrakten Begriff, der ja auch schon ein Stück weit inflationär verwendet wird und vielfach auch von dem einen oder anderen im Sinne eines Greenwashings verwendet wird, dass wir ihn erlebbar, begreifbar machen, nicht als eine Kopfgeburt der Politik verstanden wissen wollen, sondern dass wir wollen, dass er vor Ort sichtbar wird und dass er auch von den Akteuren der einzelnen Feldern sichtbar gemacht wird mit Verbänden und Institutionen. Also die Konkretisierung des Begriffes als solches, die Erlebbarkeit, aber auch das Umfassende dieses Begriffes, damit sich jeder eingebunden fühlt. Und das Zweite, glaube ich, was ein großer Ansatz sein müsste, um dort einen Schritt voranzukommen, ist, dass wir alle miteinander dafür Sorge tragen, wenn wir jetzt diesen Kreis der Gleichgesinnten verlassen und vor die schöne Tür hier treten, dass auch klar wird, wo gibt es denn noch Konfliktpunkte? Es nützt uns relativ wenig, wenn wir uns hier alle einig sind und nach Hause gehen und in diesem guten Gefühl nach Hause gehen, es beiseite legen und uns dann im Alltagsgeschäft verlieren, sondern man muss dann auch ganz ehrlich und offen die Konfliktpunkte eben aufbereiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Themenfeldern, da werden sie auch sichtbar. Man darf sich dann davor auch nicht scheuen, diese Probleme zu benennen, offenkundig zu machen. Die Energiepolitik ist eines. Ich glaube nicht, dass man noch viel über das Ob streitet, ob wir eine Energiewende wollen.
Das ist, glaube ich, zumindest in Deutschland ein großer politischer, ein gesellschaftlicher Konsens geworden. Wir streiten aber sehr intensiv über das Wie. Und das hat seinen Ursprung natürlich auch in der Frage, wie kann ich diese drei Stützpfeiler, auch des Begriffes der Nachhaltigkeit, im Rahmen der Energiewende an welcher Stelle vortreten lassen. Das ist natürlich der ökologische Gesichtspunkt. Natürlich streiten auch wir hier im Land bei der Errichtung von Windkraftanlagen mit denjenigen, die sagen, wir müssen Artenschutz betreiben. Den kann ich jetzt nicht sagen, man muss es untersortieren und beiseite legen, weil die Errichtung der Windkraftanlage steht über allem. Nein, auch dort muss man sagen, es gibt einen Reibungspunkt, es gibt einen Konfliktpunkt und wir suchen ihn zu lösen im Sinne der Erreichung des höher gesetzten Ziels der Energiewende. Es gibt natürlich den Konfliktpunkt zu der Frage, wie schaffen wir es momentan, auch die Preise, Strompreise stabil zu halten. Das ist der Aspekt des Sozialen und wenn wir natürlich über die Wirtschaft oder den Mittelstand reden, auch der Aspekt des Wirtschaftlichen. Auch dort muss man die Konfliktpunkte klar benennen und versuchen, einen verträglichen Ausgleich hinzubekommen. Und wenn es notwendig ist, muss man das auch mal in der einen oder anderen Diskussion an dieser Stelle tun. Also ich sage, dass man es umfassend machen muss, dass man es aber auch in aller Offenheit und Ehrlichkeit tun muss. Danke sehr. Herr Professor Töpfer, möchten Sie jetzt schon nachgreifen oder darf ich noch mal nachfassen? Vielleicht darf ich noch einmal nachfassen, denn Sie können dann aus der Gesamtsicht auch noch mal einiges kommentieren. Ich würde mal versuchen aufzuzeigen, wo hat eigentlich Politik wirkliche Verantwortung in der Nachhaltigkeit und wo ist die Zivilgesellschaft, wo sind wir als Staatsbürger gefordert? Und da gibt es auch aus meiner Sicht klare Aufgabenteilungen. Die politischen Rahmenbedingungen kann niemand anderes als die Politik bringen. Ein Unternehmen kann nicht sagen, ich brauche andere Rahmenbedingungen, ab morgen gelten die. Ich will Ihnen mal ein oder zwei Beispiele bringen, was ich darunter meine. Es gibt ja auch viele, die nicht so sich mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, was wir unter Externalisierung von Kosten verstehen. Es gab ein indisches Institut, ein Wissenschaftsinstitut, das hat Ende der 90er Jahre sich einmal den Big Mac von McDonald's vorgenommen und hat gesagt, welche Kosten sind in diesem Produkt eigentlich nicht internalisiert. Das heißt, welche Kosten externalisiert die Firma, indem sie das Produkt verkauft und andere tragen Kosten, die dieses Produkt verursacht. Und dann haben die gesucht und ermittelt im ökologischen Bereich, was sind das für Kosten, die nicht da drin sind oder wie groß sind die? Wie groß sind sie im sozialen Bereich? Wie groß sind sie im Gesundheitsbereich? Und sind zum Ergebnis gekommen, dass dieser Big Mac, der 4 Dollar kostet, 200 Dollar kosten müsste, wenn alle Kosten, die auch in der Zukunft mal anfallen, durch Fettleibigkeit, durch Herz-Kreislauf-Schwächen, durch all diese Dinge, durch Fast Food hervorgerufen, dass diese Kosten nicht in dem Produkt sind und damit die Allgemeinheit diese Kosten trägt und das Produkt subventioniert. Nur so konnte Fast Food einen Siegeszug um die Welt antreten, der beispiellos ist. Bis hin nach China hat Fast Food die Märkte erobert. Aber wir haben eine Situation, dass im Prinzip die Allgemeinheit einen Großteil dieser Kosten tragen muss, selbst wenn wir streiten können, ob man 1998, als die Studie erschien, die schon sauber abgrenzen konnten, nehmen Sie 50 Dollar, wäre schon eine Katastrophe. Das ist ein Bereich, den also das Unternehmen nicht verändern kann. Denn wenn ein McDonald's das nicht machte und würde das kalkulieren, dann würde der Konkurrent innerhalb von kürzester Zeit McDonald's aus dem Markt drängen. Das heißt, wir brauchen Gleichbehandlung im Wettbewerb und das geht nur über solche Rahmenbedingungen. Ein ganz anderes Beispiel, dass ein T-Shirt heute vom Anbau bis zum Laden 50.000 Kilometer zurücklegt, ist ökologisch im Grunde ein Verbrechen. Aber wer das nicht macht als Unternehmer und versucht, dort auf den heimischen Markt zu gehen, dann kann er vielleicht Nischenprodukte bedienen, aber nicht im Wettbewerb bestehen
der Großen. Also das ist ein Bereich Rahmenbedingungen. Die kann die Politik aber nur setzen, wenn die Menschen in der Mehrheit das verstehen. Und das ist mein Vorwurf, mein größter Vorwurf an die Politik. Hätten wir beispielsweise 1992 seit Rio Bildung für nachhaltige Entwicklung in unser Bildungssystem integriert, wären wir heute Lichtjahre weiter in dem Verständnis dessen, was notwendig ist in Richtung Nachhaltigkeit. Und vor diesem Hintergrund, Professor Töpfer, Sie haben den noch viel größeren Überblick. Darf ich Sie bitten, vielleicht das auch mal zu kommentieren? Ja, mit mir verbindet man ja immer die Erwartung, dass man das global ansieht. Ich bin nun mal 8 Jahre für die Vereinten Nationen, für diesen Umweltbereich tätig gewesen. Ich habe damals dazu beigetragen, dass das Motto dieser Organisation nicht mal hieß, das ist das Umweltinstitut der Vereinten Nationen, sondern gesagt Environment for Development, Umwelt für Entwicklung. Denn wir müssen immer wieder sehen, weltweit ist das, was wir bei uns haben, nicht der Fall. Weltweit gilt es darum, Armut zu überwinden. Wenn du in Afrika bist, weißt du, du musst Armut überwinden. Ich kann bei uns zu Hause sagen, wir haben die Grenzen des Wachstums erreicht. Wenn ich damit nach Nairobi komme, muss ich mir eine Fluchttür öffnen, dass ich sage, wir haben für unser Wachstum die Ressourcen dieser Welt übernutzt, für euch ist nichts mehr da, ihr bleibt mal da, wo ihr seid. Das ist auch eine Friedensfrage. Ich meine, das, was Sie hier diskutieren, ist eine massive Frage nach Frieden in dieser Welt. Man denke sich nur mal ganz Konkretes wieder bei uns, dass im arabischen Raum diese Spannungen, die wir dort haben und die ja nicht zur Ruhe gekommen sind, egal wie das jetzt hoffentlich friedlich weitergeht, das hat natürlich eine ganz andere Konsequenz dafür, dass wir uns sagen, wo gibt es Möglichkeiten, dass wir Energie bei uns zu Hause haben. Das brauchen wir ja nicht autark machen. Verstehen Sie, wenn ich sage, wir dürfen das T-Shirt nicht 50.000 Kilometer fahren, da gibt es ja viele Gründe für. Auf der anderen Seite ist unser Wohlstand in diesem Land darauf aufgebaut, dass wir unsere Produkte exportieren. Wir erwarten also von anderen, dass sie unsere Produkte kaufen. Und wenn wir es umgekehrt sehen, haben wir Probleme. Also darüber muss man, glaube ich, auch ein Stückchen noch diese Zusammenhänge mit einbinden. Aber ich bin ja ganz und gar bei der Frau Ministerin. Macht's konkret. Und das ist ja das Gute, wenn Peter Altmaier sagt, ich war im Gymnasium, habe mit denen geredet. Die Schüler, man hat ja auch Kontakt zu jungen Leuten, aber nicht so mit der ganzen Klasse gleich, Peter. Die werden Fragen und Überlegungen geäußert haben, von denen du sagst, Junge, werd mal ein bisschen älter, da kommst du mal ein bisschen durch. Aber dass überhaupt sowas gedacht wird. Herr Wiegand, Sie haben selbst gesagt, wir kriegen 3 Milliarden mehr Mittelstandsverbraucher. Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ist für die Stabilität dieser Welt von zentraler Bedeutung. Also wenn unser Speiseplan globalisiert wird, kannst du von einer stabilen Welt nicht mehr reden. Das ist ganz eindeutig. Da denken natürlich andere wieder ganz andere Dinge. Was wir bei dem Institut, was ich mit aufgebaut habe, auch fragen. Wie lange brauchst du denn eigentlich noch Böden, um Nahrungsmittel zu erzeugen? Wir sind hier in eine technologische Entwicklung reingegangen. Paul Crutzen, der große Nobelpreisträger, hat gesagt, wir leben nicht mehr im Holozän, sondern wir leben im Anthropozän, im Menschenzeitalter. Alles das, was wir als Probleme jetzt haben, ist eigentlich die negative Konsequenz von früherem Wachstum. Das heißt, wir müssen uns schon mal fragen, wie kriegen wir dieses Engineering denn hin? Und das ist ganz konkret hier. Das ist ja unsere Engineering-Frage bei Energie. Wenn der Ban Ki-moon, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagt, bis 2013 Sustainable Energy for All, nachhaltige Energie für alle, das kann der Verein fordern. Du musst auch fragen, wo kommt die denn her? Und im Jahr 2030 haben wir 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und da muss ich sagen, wenn nicht bei uns, wo denn sonst? Das ist ja meine Grundargumentation. Das unterstreicht das, was die Ministerpräsidentin sagt. Ich gehe doch nicht mehr auf eine Klimakonferenz, weil ich es nicht mehr muss. Der Peter Altmaier geht mit Überzeugung und aus Muster hin. Ich gehe da wieder hin, wenn ich denen anbieten kann, eine andere Energietechnik, wo sie Armut überwinden können, ohne dass sie diese Konsequenzen haben. Die Franzosen
haben beschlossen, sie wollen in der Legislaturperiode jetzt von Hollande von 75% Kernenergie auf 50 zurückgehen. Das ist derselbe Prozentsatz nebenbei, den wir auch weghaben wollen. Bei uns sind auch 25%, nur damit man das mal sieht. Das heißt, es gibt dort ganz andere Zusammenarbeiten. Gehen Sie mal nach Japan. Japan ist jetzt das Land mit der dynamischsten Entwicklung der Solarenergie. Und ich gehe davon aus, es ist weiter. Das heißt, wir müssen aus dem, was wir machen, auch bei uns ein Business Case machen. Entschuldigung. Es muss sich bei uns zeigen, das ist das, was Annegret gesagt hat, es muss sich zeigen, dass das geht. Und das Riesenproblem, was wir wirklich auf uns geladen haben, wo die Riesenverantwortung ist, stellen Sie sich mal vor, wir scheitern mit dieser Energiewende. Dann kannst du alle diese Technologien auf sehr lange Zeit vergessen. Also, wie ernähren wir uns? Wie erzeugen wir Energie bei uns? Wie versuchen wir, das zu unserem eigenen Interesse zu machen? Das, für mich weiß das, dass beim Bundesumweltminister genauso gesehen wird. Überzeugendste der Energiewende ist nicht die Frage, ob wir das alles so hinkriegen, sondern dass auch einmal ein wichtiges wirtschaftspolitisches Feld dem einzelnen Bürger wieder handhabbar wird. Wir haben über 800 Energiegenossenschaften in diesem Land in der Zwischenzeit. Jetzt nicht im Saarland, sondern in der Republik. 800. Und da rechnet man bei jedem 100 Mitglieder, da kommst du mal auf einmal auf Größenordnung, die sie multiplizieren. Und das geht weiter. Von der erneuerbaren Energie, die wir jetzt haben, ist über 50% im Eigentum von Privatpersonen. Das heißt, wir haben eine wirkliche wirtschafts- und gesellschaftspolitische, ich will es nicht Revolution nennen, aber massive Veränderungen dabei. Die Leute interessieren sich dafür. Gehen Sie mal ein bisschen weiter und das kommt, wissen wir doch. Dass die Leute auf einmal sagen, du, ich mache mir meine eigene Solarenergie aufs Dach und werde autark. Wir machen Eigenverbrauch. Fragen Sie mal bei den Unternehmen im Saarland nach, wie viele heute bereits das Ziel haben, energieautark zu werden. Auf einmal wird Energieversorgung zu einem unternehmerischen Handlungs- und Entscheidungsparameter. War es vorher nicht. Vorher war es die Verhandlung mit dem Energieerzeuger, wie hoch ist der Preis bei dir. Kann die runterbringen. Auf einmal werden die kreativ. In der Ethikkommission, die ich geleitet habe, saß der Hambrecht, zu der Zeit noch Vorstandsvorsitzender der BASF. Der hat dies alles auch mitgetragen, ich will das nicht daraus zitieren. Aber die BASF, der größte deutsche Chemiehersteller, ist energiepolitisch autark. Dem interessiert es vergleichsweise wenig, was wir mit unseren energiepolitischen Entscheidungen machen. Und so gibt es viele andere mehr. Das heißt, wenn wir das machen, öffnen wir eine ganz neue Fundgrube für neue Technologien. Wer hat denn vorher von Power to Gas gesprochen? Kein Mensch. Wer hat denn vom Demand Management gesprochen, dass du die Nachfrage moderieren kannst? Kein Mensch braucht es denn nicht. Also das wird, um es sehr deutlich zu sagen, sehr konkret, sehr handlungsbezogen bei uns. Und ich finde das prima, bis hin möglicherweise zum intelligenten Stromzähler, bis hin zu der Tatsache, meine Frau hat mir das berichtet, wir haben gerade in Berlin eine neue Wohnung bezogen, da sind die zu uns gekommen und hat gesagt, was wollen Sie für einen Tarif? Wenn Sie nachts nicht waschen, ist der Strom billiger. Kannst du also dich verpflichten, dass du nachts nicht wascht? Also Wäsche waschen oder... Bitte? Ja, sage ich doch, wenn du nachts wäscht. Ich wollte mal sehen, ob Sie noch wach sind. Also, verdammt noch mal, das ist so... Ich bin 75, kannst du mal machen. Und wenn ich den Edgar Burger sehe, der ist 88. Also da kann ich nur sagen, der Mieter, der über mir wohnt in Berlin, der wäscht auch immer nachts. Ja? Der hat das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Das ist meistens um 2:30. Ich würde da gerne noch mal einhaken, weil auch bei Ihrer Frage, bei Ihrer Ausgangsthese, Herr Wiegand, ich ein bisschen skeptisch bin. Also, zuerst einmal glaube ich nicht an diese Trennung von Politik, die Politik und die Zivilgesellschaft. Die Politik und die Politiker sind die Kinder dieser Zivilgesellschaft und wir beeinflussen diese Zivilgesellschaft. Und ein Krux des Politischen, so wie wir heute agieren, liegt genau in dieser künstlichen Trennung, die man sich anschaut. Und ich habe
höchste Hochachtung und wir haben das jetzt auch im Kultusministerium nochmal in der Zuständigkeit gebündelt, was insbesondere Erziehung für nachhaltige Entwicklung auch mit anbelangt, was das Thema Entwicklungspartnerschaften anbelangt und so weiter und so fort. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, wenn wir wirklich a priori dieses Thema zu einem Unterrichtsfach oder wie auch immer in den Schulen intensiv gemacht hätten, ob wir wirklich heute die Probleme der Nachhaltigkeit so viel besser gelöst hätten, wie das damit verbunden ist. Es hätte sicherlich geholfen, keine Frage. Aber ich bin der festen Überzeugung, man muss ganz konkret bei dem Einzelnen und bei seinem Eigeninteresse auch anfangen. Und wenn er das Gefühl hat, es lohnt sich auch für ihn, so nüchtern erlebe ich das, dann kann ich ihn auch dazu bringen, Verhalten ein Stück weit zu verändern. Sie haben das Beispiel des T-Shirts gebracht. Wenn ich mir diese Produktionskette anschaue, dann ist das für diejenigen sicherlich der allein ausschlaggebende Grund, für die nur und alleine der Preis zählt bei diesem T-Shirt. Kostet das jetzt 4,50 Euro oder kostet es 5 Euro? Und man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt keine Nation, die so sehr auf den Preis guckt wie die Deutschen, im Übrigen auch bei den Lebensmitteln. Aber wenn ich mir ausgehend von den letzten Monaten, bei dem, was zum Beispiel in Bangladesch geschehen ist, an den Produktionsstätten, bei den Hunderten von Opfern, die wir dort hatten unter den Frauen, wenn diese Bilder, und das ist ja auch etwas, was die neuen Technologien transportieren, dass solche Bilder ungefiltert und sofort auch in unsere Haushalte kommen. Wenn ich diese Diskussion umdrehe und frage die Verbraucherinnen und Verbraucher, geht es nur um die 4,50 Euro beim T-Shirt? Oder will ich auch ein T-Shirt haben, von dem ich weiß, dass es auch so produziert wird, dass Menschen dort nicht unter Lebensgefahr arbeiten, dass ich auch weiß, dass es so produziert wird, dass keine Kinder eingesetzt wird, dass ich mich bei einem Gütesiegel, zum Beispiel bei welchem Bekleidungsunternehmen auch immer einkaufe, dass ich mich auch auf sowas verlassen kann, dann glaube ich, werden Sie hier auch einen zunehmenden Markt haben von Menschen, die sagen, da sind wir dann auch bereit, mehr zu bezahlen. Und dann haben Sie auch aus meiner Sicht in der Kette, auch in der Wertschöpfungskette, Veränderungen, weil Sie werden andere Sozialstandards vor Ort haben. Sie werden damit andere Preise haben, andere Löhne. Und dann ist es nicht mehr die Frage, auch von denen, die hier produzieren, muss ich unbedingt nach Bangladesch gehen, wenn ich weiß, dass ich dort auch Sozialstandards habe, die sich eher an dem angleichen sollten, was wir für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch wollen. Ich glaube, das sind so ganz konkrete Beispiele. Und wenn wir diese Kette in Gang setzen, dann können wir Menschen überzeugen. Für mich ist immer ein sehr gutes Beispiel das Thema des Sicherheitsgurtes. Ich kann mich auch gut erinnern, als der Sicherheitsgurt eingeführt wurde und vor allen Dingen die Pflicht, ihn anzulegen, da war ich noch relativ klein. Und ich weiß, dass meine Eltern, das insbesondere mein Vater, damit sehr gehadert hat. Der hat das schon als Einschränkung der persönlichen Freiheit des Autofahrers empfunden, dass er sich diesen Gurt, und wenn man sich erinnert, die waren am Anfang ja sehr unbequem, anlegen musste. Aber es waren die Kinder, und so ist das bei meinen Kindern auch mit Blick auf die Helmpflicht beim Fahrrad, für die das vollkommen normal war und die immer gesagt haben, ja, was ist, kein Gurt anlegen, wieso fahrt ihr ohne Fahrradhelm, Fahrrad, wenn ihr uns das Gleiche abverlangt. Das sind diese ganz konkreten Beispiele, die aus meiner Sicht mit Blick auf diese Sicherheitsentwicklung mehr verändert haben, als jede theoretische Diskussion darüber, jedes Geh- und Verbot von der Politik. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in diese Prozesse hineinkommen. Und das gebündelt, natürlich mit Bewusstseinsänderung, mit anderer Erziehung, aber immer auch die Überlegung, wie kann ich etwas entwickeln und welchen Nutzen hat es für die Menschen hier vor Ort und wie kann ich denen diesen Nutzen deutlich machen? Das ist, glaube ich, ein Stück weit ein ganz wichtiger Baustein, um in das hineinzukommen, was Klaus Töpfer geschildert hat, dass wir sozusagen auch über den eigenen Tellerrand hinweg dann denken. Also wenn wir über die Energiewende sprechen, dann muss man auch sehen, die riesige Chance, die darin besteht, dass wir zum ersten Mal seit 30 Jahren nicht mehr nur von Katastrophen und Herausforderungen und Problemen reden, sondern auch ein Modell haben, das uns vielleicht erlaubt, einen Teil dieser Probleme zu lösen. Club of Rome, Waldsterben, Ozonloch, Klimawandel, Ressourcenproblematik, das alles sind Probleme, für die wir ein Bewusstsein geschaffen haben. Aber wir hatten nicht die Antworten bisher,
Und die Energiewende ist der erste Versuch in einem wichtigen Teilbereich, nämlich der Versorgung der industrialisierten Welt mit ausreichend Energie, eine Antwort zu formulieren, die mit der Nachhaltigkeit nicht kollidiert, sondern korrespondiert. Und deshalb ist das Gelingen so wichtig. Aber das bedeutet natürlich, dass ich auch die Wohlstandsproblematik mit in die Überlegungen für das Gelingen der Energiewende einbeziehen muss. Wir haben heute viele junge Menschen, die haben in der Schule das Bewusstsein gelernt und die bauen, haben geheiratet, bauen ihre Häuser und sagen, ich will Photovoltaik aufs Dach, ich will Solarthermie aufs Dach, ich will einen großen 20 Kubikmeter Wasserspeicher, ich möchte Energie- und Stromautark werden. Das gibt es zu Hunderten. Und die sagen, ich bin dann bereit, auch dafür auf ein größeres Auto zu verzichten und vielleicht kann ich mir eines Tages sogar ein Elektroauto leisten. Das sind allerdings auch diejenigen, die über ausreichende Einkommen verfügen, von der Facharbeiterschicht aufwärts, um sich diesen Wohlstands, ich sage nicht Verzicht, diese Wohlstandsprioritätenverschiebung zu erlauben, weil eben mit einem nachhaltigen Haus und einer nachhaltigen Lebensweise zu leben für diese Menschen ein Teil ihres Wohlstandsbegriffs geworden ist. Aber derjenige, der nicht dieses Facharbeitereinkommen hat und aufwärts, sondern der möglicherweise von Renten und Pensionen und von Transferleistungen lebt, für den ist es wesentlich schwieriger, die Internalisierung der Kosten vorzunehmen, wenn es dazu führt, dass eine freie Spitze, die vielleicht 100 Euro im Monat war, dann auf 50 oder 20 Euro zusammenschrumpft, der auch oftmals kein Dach hat und wenn die Mieten steigen, sagt, das kommt an eine Schmerzgrenze. Also müssen wir überlegen, wie können wir denn dafür sorgen, dass Deutschland ein Land bleibt, wo es nicht um die Frage Umwelt oder Wohlstand, sondern Umwelt und Wohlstand geht, wo wir genügend Wohlstand haben, um diesen Umweltschutz und diese Nachhaltigkeit zu finanzieren. Das ist auch in der globalen Perspektive wichtig. War gestern Abend beim Wirtschaftsrat der CDU Saar und Rheinland-Pfalz, 50 Jahre. Und ich habe denen gesagt, ich sehe in der Energiewende, genau wie Klaus Töpfer, dieses enorme innovative Potenzial. Wir können unsere kompletten Methoden der Produktion, nicht nur von Energie, sondern auch von Gütern, Waren und Dienstleistungen, der Verteilung, können wir in einer Weise revolutionieren, die unsere technischen Fähigkeiten noch mal um einige Lichtjahre nach vorne bringt. Aber wir werden diese ganzen Potenziale nur dann ausschöpfen können, wenn wir diese Energiewende in aller Welt exportieren. Und auch nur dann tragen wir dazu bei, dass die Umwelt in anderen Ländern gerettet wird. Ich habe den Club der Energiewendestaaten gegründet. Da waren wir mit 10 Ländern. Ich habe bewusst Industrieländer, Schwellenländer, Entwicklungsländer eingeladen. Bei den Entwicklungsländern war Südafrika das Land, das vom Bruttoinlandsprodukt prozentual gesehen am meisten für erneuerbare Energien ausgibt. Dann sagte ein Kollege, den wir eingeladen hatten, Herr Willenbacher von der Firma Juvi, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat, mein unmoralisches Angebot an Angela Merkel, der hat gesagt, ganz begeistert, die Sonne ist kostenlos, die Sonne ist frei, was wollen wir mehr, nutzen wir die Sonne. Und dann sagte Frau Moleva, die wahnsinnig viel für Sonne ausgibt, sagte, oh, wie kommen Sie denn auf die Idee? Bei uns kostet es ein Schweinegeld und wir wissen nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen. Die Regierung von Tschechien hat beschlossen, dass sie aus der Förderung erneuerbarer Energien aussteigt, weil sie sagen, sie können die Kosten, die das für die Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, nicht mehr länger tragen. Also müssen wir erleben, dass wir mit den Kosten runtergehen. So, dann haben wir die Frage, wie schaffen wir das denn? Das schaffen wir am besten mit Prinzipien der Marktwirtschaft. Nicht auf einen Schlag, nicht ruckartig, aber der Reihe nach. Wir haben erlebt, dass durch die rückläufigen Förderbedingungen für Photovoltaik es einen Anreiz gab, Photovoltaikpaneele billiger zu produzieren. Jetzt gibt es in Dresden eine Firma, die machen laminierte PVC-Folien mit organischen Photovoltaikzellen unter Hochdruckbedingungen. Das ist bereits wesentlich billiger als das, was man macht, wenn man die klassischen PV-Paneele herstellt. Und gestern und letzte Woche war ich in Nürnberg auf dem Energiecampus der Universität. Die forschen an PV-Zellen, an Photovoltaikzellen, die man mit einer Art Tintenstrahldrucker unter ganz normalen Bedingungen auf Plastikfolien oder Papier drucken kann. Man stelle sich mal vor, wir entwickeln diese Technik so weit, dass man in Afrika, in Südamerika, in Asien vor Ort damit Photovoltaikzellen herstellen kann, die vielleicht nur 5 oder 6 Jahre halten, aber einen Centbetrag kosten, statt Hunderte von Euros, die es andernfalls ausmacht. Diese Lösungen müssen wir finden. Und ein letztes Beispiel, Peter Jacobi hat es schon gehört, aber es fasziniert mich selber immer wieder.
wenn ich darüber erzählen darf. Wir haben eben gehört, die externalisierten Kosten, wenn wir T-Shirts über die halbe Welt transportieren. Das Transportproblem stellt sich doch auch in Deutschland. Wir haben nun mal einen großen Teil unserer Waren, die wir verbrauchen, die kommen aus den beiden deutschen Häfen Hamburg und Rotterdam. In Anführungszeichen deutsch, aber Rotterdam ist der Hafen, der uns erheblich mit Gütern versorgt. Die kommen mit LKWs runter. Die Schiene macht nur einen Teil. Und wir schaffen es bisher nicht, diesen Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen, weil die Straße flexibler ist. Und dann sagten mir zwei Professoren aus Dresden, Herr Altmaier, wissen Sie, wenn Sie Mumm hätten, irgendwann haben wir angefangen, die Autobahnen zu bauen. Dann haben wir angefangen, die Schienen zu elektrifizieren. Wenn Sie jetzt Mumm hätten, dann würden Sie die rechte Fahrspur der Autobahn elektrifizieren. In ganz Deutschland. Und dann würde der LKW mit seinem Diesel- und Elektromotor in Hamburg in den Hafen fahren. Er lädt den Container auf mit den T-Shirts für Saarland, für Saarbrücken. Er fährt mit dem Dieselmotor zur Autobahn, fährt den Fühler aus. Er fährt dann 650 Kilometer völlig geräusch-, emissions-, abgasfrei, umweltfreundlich von Hamburg bis nach Saarbrücken, fährt von der Autobahn, fährt noch 2 Kilometer bis dorthin, wo er es abliefern muss. Und das Gute, sagt er, liegt daran, dass er nicht dauernd auf die linke Spur ausscheren kann und anderen Leuten das Leben schwer macht. So, und dann sagten die beiden Professoren, es hat noch einen Clou. Weil du musst, wenn du die Energiewende, oder sie müssen, wenn sie die Energiewende erfolgreich gestalten wollen, dann müssen sie die Frage beantworten, wie man die Volatilität der erneuerbaren Energien in den Griff bekommt. Speicher ist das eine. Backup durch konventionelle Kraftwerke das andere. Aber es wäre ja auch gut, wenn man den Stromverbrauch anpasst an die Stromproduktion. Dann sagt er, wenn dieser LKW mit seinem Hybridmotor, wenn der einen Chip eingebaut hat, der ständig den Preis von Diesel und Strom vergleicht, und wenn es dann im Januar mal 2 Tage minus 15 Grad kalt ist, wenn Schnee auf den Photovoltaikdächern liegt, wenn es windstill ist und alle Strom verbrauchen und brauchen und gleichzeitig kaum welcher produziert wird, dann sagt der Chip 100.000 LKWs in Deutschland, jetzt ist es billiger mit Diesel zu fahren und dann schalten die sich um auf Dieselbetrieb und entlasten das Stromnetz und die 2 Tage Diesel belasten die Umwelt überhaupt nicht nennenswert, aber es wird ein Beitrag dazu geleistet, dass diese Energiewende gelingt. Das ist so eine Idee, von der niemand weiß, ob sie jemals fliegen wird. Aber wir müssen einfach den Mut haben, nicht nur die Energiewende als quantitatives Projekt, sondern als qualitatives Projekt zu betrachten und alles zu fördern, was man in der Forschung fördern kann. Und am Ende werden von 999 Ideen oder von 1000 Ideen 999 nicht fliegen, aber eine Idee wird am Ende fliegen und die wird die Welt vielleicht verändern. Vielen Dank. Eine abschließende Frage zur Energie. Sollten wir nicht auch noch stärker versuchen, die Suffizienz ins Spiel zu bringen, die Menschen zum Energiesparen zu bringen? Ich kann nur empfehlen, das Büchlein von Professor Töpfer, das er mit dem Yogeshwar geschrieben hat und auch dort zur Energiewende Stellung bezieht und zu den Problemen in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Es ist ganz klar, wir kommen an der Suffizienz nicht vorbei. Wir müssen auch versuchen zu sparen, denn jede Energie, die wir nicht verbrauchen, brauchen wir nicht zu erzeugen. Das ist der sinnvollste Weg, wie wir vorankämen. Rosa Töpfer, wollten Sie unmittelbar dazu? Ich will das gerne mal aufgreifen, was Herr Peter Altmaier gesagt hat. Das ist ja der kleine theoretische Satz, den ich vorher gesagt habe. Gibt es mal eine Partei, die das, was mittel- und langfristig notwendig ist, auch zu ihrem Programm macht, wenn wir kurzfristig Nachteile haben? Das ist ja der Punkt. Wir bezahlen im Augenblick relativ viel, wissend, dass wir damit Technologien auslösen und Lösungen bekommen, die wir mittel- und langfristig dringend brauchen, weniger bei uns als in der ganzen Welt. Da bin ich genau deiner Meinung. Das ist zugegeben richtig. Wenn du von 99 nur einen brauchst, hast aber für die anderen 998 Geld investiert. Machst du das? Bringst du das? Wenn ich den Professor in Dresden zitiere, kriege ich hinterher, der Nachfolge der Diskussion, 10-mal die Frage, aha, das geht ja, die Politik will es nur nicht, weil sie abhängig ist von den Ölkonzernen dieser Welt. Du kennst diese ganze Diskussion auch. Das heißt,
an irgendeiner Stelle müssen wir wohl offenbar sagen, wenn nicht bei uns, wer investiert dann in sowas? Ich halte das für, ich habe es vorhin ja gesagt, eine derartige Fundgrube von neuen Technologien, wie wir sie noch nie gehabt haben. Und lassen Sie mich das ergänzen, Deutschland und Europa hat die letzten beiden technologischen Revolutionen verpennt. Und zwar massiv. Also bei uns ist nicht die Internetrevolution in Gang gekommen. Fragen Sie mal, wo die in Gang gekommen ist. Und wir haben hier mal eine Chance, eine führende Rolle in einer neuen industriellen Revolution zu bekommen. Denn das ist eine, um es ganz konkret zu sagen. Und deswegen glaube ich, müssen wir, und ich erwarte das nicht von Politikern, vor allen Dingen nicht von Politikern unmittelbar im Wahlkampf, aber dass wir auch mal hingehen müssen und sagen, nebbig, ja, das kostet uns jetzt viel Geld. Aber das ist eine Investition, die sich wirklich auszahlen wird, weil wir führend werden in einer Technik, die wir in dieser Welt dringend nicht brauchen. Vielen Dank. Ich würde jetzt sagen, an Betracht der Zeit, ich öffne das für das Publikum, dass Sie Fragen stellen können. Wir haben Mikrofone, die stehen bereit. Nutzen Sie die Chance, so kompetente Menschen zur Nachhaltigkeit unmittelbar selbst zu befragen. Dort hinten. Ja, ich habe mal eine Frage zur Vereinbarung von Nachhaltigkeit und Wachstum. Also gerade die Politik, die fordert ja Wachstum als Voraussetzung zum Erhalt des Wohlstandes. Aber meiner Ansicht nach führt Wachstum, das zeigt Ihnen, Sie haben das schöne Bild von den Blättern dort, jeder Baum, der wächst, stirbt irgendwann wieder ab. Also Wachstum führt entweder zu Stagnation oder zum Tod, aber niemals zu Nachhaltigkeit. Es gibt kein nachhaltiges Wachstum. Insofern schließen sich diese beiden Begriffe einander aus. Vielleicht kann einer der Politiker was dazu sagen. Ich glaube nicht, dass es sich unbedingt ausschließt. Wir arbeiten in Brüssel derzeit an einem Programm der Europäischen Union zur Ressourceneffizienz, wo wir sagen, wir wollen eine absolute Entkopplung des Rohstoffverbrauchs von der Produktion, aber wir wollen nicht das Wachstum einstellen, weil ich glaube, dass wir es gar nicht können. Solange wir davon ausgehen, dass der Mensch frei ist und dass wir eine Marktwirtschaft haben, wo das einzelne Individuum nach seinem Gewinn und nach seinem Profit und nach seinem persönlichen Wachstum streben kann, werden wir Wachstum nicht ausschließen können. Und meine chinesischen Freunde sagen mir, natürlich haben sie viele Grassroot Initiatives, viele Bürgerinitiativen, die sich um Umweltschutz kümmern, aber die sind dort in etwa so isoliert, wie es die ersten Umweltpolitiker in den 70er Jahren in Deutschland waren. Und er sagt, die jungen Menschen sind hungrig und die wollen nicht auf ihr Wachstum verzichten, damit wir unser ökologisches Gleichgewicht in Europa retten. Und deshalb glaube ich, dass man unterstellen muss, dass diese Welt, ob sie nun in Deutschland wächst oder in Frankreich, aber jedenfalls in China, in Indien, in Bangladesch, in Pakistan, in Afrika noch viele, viele Jahrzehnte wachsen wird. Und deshalb ist die Frage, die entscheidende Frage, kann ich dieses Wachstum mit der Umwelt und mit der Nachhaltigkeit versöhnen? Und ich glaube, dass es geht. Wenn wir eines Tages Photovoltaikzellen haben, die wir für einen Bruchteil von Kosten ohne Belastung der Umwelt herstellen können und die uns Strom liefern, wenn wir Windräder und andere erneuerbaren Energien so entwickeln, dass sie zu ähnlichen Kosten wie Kohle- und Gaskraftwerke den Strom produzieren können, dann wird das gehen. Ich habe ein Buch zu Hause, das ist 1906 veröffentlicht worden, Die Welt in 100 Jahren. Und da steht, ist nicht nur die Erfindung des Handys beschrieben, der Videokonferenz, des Livestreams, sondern da ist auch beschrieben, dass jemand sagt, wir werden in 100 Jahren den Strom gewinnen aus den Gezeiten des Meeres und wir werden die Sonne ernten in der Sahara. Im Jahre 1906. Und dann schreibt derselbe Mann, der ausgesprochen klug war, hinzu, sofern sich die Notwendigkeit überhaupt ergibt, weil wir ja so genügend billige Kohle in der Welt verfügbar haben. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Kohle und möglicherweise auch das Gas, siehe USA und was dort gemacht wird, noch wesentlich länger reicht, als der Club of Rome es geglaubt hat. Dass aber der Abbau und das Verbrennen dieser
scheinbar noch sehr massiven Vorräte dazu führt, dass wir in wenigen Jahrzehnten so viel CO2 in die Atmosphäre pusten, dass wir damit unsere eigenen Lebensgrundlagen gefährden. So, und das ist die Frage, die der Klaus Töpfer angesprochen hat mit der Partei. Ich habe ihn jetzt nicht so verstanden, dass er zur Neugründung einer Partei aufruft, sonst müssen wir darüber diskutieren. So eine Partei muss es in jeder Partei eigentlich geben, dass man sagt, weil wir wissen, dass wir vielleicht noch die nächsten 10 oder 15 Jahre Zeit haben, diesen CO2-Ausstoß nachhaltig zu begrenzen, müssen wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir den gleichen und vielleicht sogar einen höheren Wohlstand mit weniger Belastung der Umwelt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erzeugen können. Ich halte das für möglich. Jedenfalls muss man es probieren. Und wenn es dann nicht geht, dann muss man halt eben nochmal drüber nachdenken, ob man dem Einzelnen vorschreiben kann, wie viele Buletten er verspeisen darf oder wie viele Portionen Spaghetti Bolognese ihm pro Woche zustehen. Das ist dann eine Diskussion, die sich ergeben wird. Aber ich glaube, wir haben die Chance, Wohlstand und Umwelt durchaus miteinander zu versöhnen. Ja, vielleicht auch dazu. Ich bin im Ergebnis auch der Auffassung, wir werden es nicht schaffen, auch nicht politische Verkündungen in den Raum zu stellen, wonach wir sagen, es darf kein Wachstum mehr geben und danach wird alles gut. Das ist in etwa so, wie wir sagen, wir müssen nur genug Verzicht predigen und danach werden wir auch den Begriff der Nachhaltigkeit umgesetzt haben global. Das wird auch nicht funktionieren. Und deshalb bleibt meiner Ansicht nach tatsächlich einzig und allein die Chance zu sagen, wir müssen, wenn wir Wachstum weiterhin in der Zukunft auch sehen, dafür Sorge tragen, dass es nachhaltig eben geschieht. Und wenn man vielleicht auch Wachstum, was ja in der Regel auch getan wird, mit Wohlstand gleichsetzt, muss man vielleicht auch andere Parameter dafür heranziehen. Was heißt Wachstum und was heißt Wohlstand an dieser Stelle? Ist es ausschließlich darauf reduziert zu sagen, Wohlstand bedeutet, ein hohes Bruttoinlandsprodukt zu haben? Ist es darauf reduziert zu sagen, Wohlstand bedeutet, eine hohe Produktivität zu haben? Das sind ja durchaus Ansätze, die auch hier mit verfolgt werden. Oder kann ich eben auch andere Parameter mit heranziehen und sagen, Wohlstand in einer Gesellschaft misst sich eben auch daran, welche sozialen Standards habe ich? Misst sich Wohlstand in einer Gesellschaft auch daran, wie sind meine Umweltparameter, wie ist die Luftqualität, wie ist die Wasserqualität und. Also ich glaube, wir müssen es schaffen, den Wachstumsbegriff etwas umfassender zu definieren, in Anlehnung an den Wohlstandsbegriff und den aber eben auch auf andere Parameter zu erstrecken. Und dann kann man auch eine Wettbewerbsfähigkeit noch einmal mit anderen Ländern, anderen Regionen der Welt eben herstellen, bei denen dann auch Deutschland und Europa nicht hinten runterfällt, sondern eben an der Spitze der Bewegung stehen kann. Und dazu zählt, glaube ich, auch, um das vielleicht an dem Ort, an dem wir uns hier befinden, auch nochmal als Gedanken mit einbinden zu lassen, dass wir eben dann auch ein starkes Europa an dieser Stelle brauchen, das auch diese Standards setzt. Und da geht natürlich die starke Wirtschaftskraft der einigen Europäischen Union einher mit den Standards, die wir setzen, die dann von anderen wiederum auch akzeptiert werden müssen, von asiatischen Staaten, wenn sie hierher liefern wollen und. Sagen wir, die REACH-Richtlinie, die Chemikalienrichtlinie der Europäischen Union ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. War letzte Woche bei einem koreanischen Institut an unserer Universität. Die sind gerade dabei, die europäische Richtlinie auf koreanisches Recht umzumünzen, weil sie sagen, nur dann haben wir eine Chance, auch in wirtschaftlichen Beziehungen weiterhin erfolgreich mit Europa zu stehen. Wenn wir es schaffen, auf diesem Weg weiterhin als ein einiges Europa aufzutreten, Standards zu setzen, dann können wir auch über das Wirtschaftsfeld mit dafür Sorge tragen, dass diese Standards in anderen Ländern gelten und damit auch als Rahmenbedingungen für deren Wachstum definiert werden können. Ich möchte zu dieser Frage, die ich für durchaus berechtigt halte, die Sie beide jetzt ja sehr stark abgeschmettert haben, doch differenzieren. Wir wissen alle, dass in den Schwellen- und Entwicklungsländern Wachstum unabdingbar notwendig ist, um die Armut zu beseitigen, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber wir haben in den Industrienationen gesättigte Märkte. Und in diesen gesättigten Märkten wird heute Wachstum durchgepresst über brutale Werbung. Wir haben inzwischen in der Wirtschaft ein Werbeetat in der Welt von 640 Milliarden Dollar. Geben wir aus für Werbung in der Wirtschaft. Es zahlt der Verbraucher, nicht die Wirtschaft. Das wird durchgereicht. Und wenn ich Ihnen mal eine Studie nenne aus den USA von den großen Bossen der Unternehmungen, die sagen, meine Werbung, ich kann kein Produkt,
kein neues Produkt verkaufen ohne Werbung. 91% der Bosse. 81% der Bosse sagen, unsere Werbung ist so gut, dass wir Dinge verkaufen, die die Verbraucher gar nicht brauchen. Und immerhin noch 51% dieser Bosse sagen, unsere Werbung ist so spitze, dass wir Produkte verkaufen, die die Verbraucher gar nicht wollen. So weit geht heute in der Wirtschaft, in den gesättigten Märkten dieser Prozess. Und darüber müssen wir nachdenken. Ich persönlich glaube, dass wir 20% des Sozialproduktes in den Industrienationen mit Produkten haben, die nicht zur Lebensqualität beitragen. Wo der Verbraucher 2 Monate für arbeitet, um nur solche Produkte zu kaufen, die nicht zu seiner Lebensqualität bringen. Es gibt im Augenblick kein Rezept, wie wir kurzfristig aus dieser Falle herauskommen. Aber wir müssen darüber nachdenken, weil der Entkopplungsprozess von Wachstum auf der einen Seite und Ressourcen- und Energieverbrauch mindestens noch 30 Jahre in Anspruch nehmen wird, bis wir, wenn wir Glück haben, wirklich zu einer echten Entkopplung kommen. Und unser Zeitfenster für das Klima ist 10 bis 15 Jahre. Aus dem Grunde müssen wir den Begriff Wachstum in Industrienationen durchaus in Frage stellen und darüber diskutieren. Wir haben weitere Wortmeldungen. Ich würde nur gerne einhaken, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema Wachstum auseinandersetzen. Im Übrigen hat es ja dazu eine große Enquete-Kommission im Bundestag gegeben, von der Peter Altmaier gesagt hat, sie hat die Arbeit abgeschlossen, aber irgendwie sind die Ergebnisse nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Ich glaube auch nicht, dass man trennen kann zwischen Wachstum sozusagen im internationalen Bereich und mit Blick auf unsere Märkte. Zuerst einmal muss man sehen, wir spüren das ja hier im Saarland auch als mit einer sehr exportorientierten Wirtschaft. Wenn wir von Wachstum reden, ist das natürlich Wachstum, das auch ausgelöst wird durch die Entwicklung, durch die Bedürfnisse in den Schwellenländern. Und ist das Wachstum, das ausgelöst wird durch Knappheiten, wenn wir sagen, der Strom ist heute oder die Energie wird teuer, wir müssen überlegen, wie wir sie produzieren können und Sie zu Recht darauf hinweisen, dann stellt sich natürlich die Frage ganz anders, wie gehen wir mit Energieeffizienz um, dann ist das etwas, wo für wir hier die technologischen Lösungen entwickeln können und entwickeln. Und das sind wiederum die Dinge, die wir exportieren und wo Wachstum dann auch Industrie bei uns kommt. Das gilt aber auch für die inländischen Märkte. Wir haben auch hier Veränderungen, die ebenfalls Wachstum lostreten. Wenn ich mir alleine die demografische Entwicklung anschaue, dann haben wir auch hier Märkte, die neue Produkte und neue Entwicklungen verlangen. Wir werden in der Zukunft wesentlich mehr Hochbetagte haben, die etwa auch lange in der Lage sind und auch lange in ihren eigenen 4 Wänden und allein verantwortlich leben wollen. Und das ist zum Beispiel eine technische Frage. Wie muss ich ein Haus ausstatten, damit das möglich ist? Wie muss ich zum Beispiel von der Lebensmittelindustrie darauf reagieren, damit das möglich ist? Wie ist es, auch mit Blick auf die soziale Infrastruktur, was muss ich bieten, wenn die eigene Familie aus welchen Gründen auch immer, und das erleben wir ja in sehr vielen Fällen, nicht mehr so eintreten kann, wie das vielleicht noch in der Generation oder 2 Generationen vorher der Fall war. Insofern würde ich nicht sagen, wir haben hier einen inländisch gesättigten Markt, wo kein Platz für Wachstum ist. Es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die genau dieses Wachstum auch erfordern. Und ich glaube, so differenziert muss man es betrachten. Das sind natürlich die Produkte, die Sie auch vor Augen haben, wo man sagt, wozu brauche ich eigentlich noch die 35. Sorte Joghurt, sofern die immer wieder verbessert wird, nicht besser wird. Aber es gibt halt auch diese andere Fragestellungen und andere Dienstleistungen, andere Produkte, die gefordert werden. Und deswegen glaube ich, tun wir gut daran, mit dem Begriff Wachstum sehr differenziert umzugehen und ihn nicht nur quantitativ, sondern auch von der Qualität zu sehen. Und ich hoffe sehr, dass jetzt nach der Bundestagswahl, wenn sich der Bundestag nochmal neu konstituiert hat, die Ergebnisse der Enquete-Kommission nochmal die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdient haben. Da stecken nämlich sehr viele interessante Ansätze auch mit drin. Wobei man eines auch nochmal sehen muss. Wir hatten ja enormes Wachstum in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Dieses Wachstum ist aber nicht 1:1 in höheren verfügbaren Einkommen niedergeschlagen, sondern wir haben das Wachstum genutzt, unsere Flüsse sauberer zu machen, unsere
Umwelt zu verbessern, Fahrradwege anzulegen, Innenstadtsanierungen zu betreiben, mehr Geld für die Bildung auszugeben, Nachhaltigkeit zu betreiben. Das heißt, man kann mit Wachstum auch etwas sehr Positives machen, was dann dazu führt, dass Nachhaltigkeit möglich wird. Und ein einziger Satz, da liegt mir auf der Zunge, weil ich diese wunderschönen blauen Lichter sehe, das sind LEDs, die die Akademie installiert hat. Die kosten noch ein bisschen Geld, aber sie sparen enorm viel Strom. Und ich war vor 4 Wochen auf der Anna-Kirmes in Düren, einer der größten Kirmesveranstaltungen Deutschlands. Die Fahrgeschäfte haben zu Millionen ihre alten Glühbirnen ausgetauscht und durch LED-Lampen ersetzt. Die machen ein viel schöneres Licht, verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms und ist ein Beispiel dafür, wie man sozusagen durch Innovation auch erreichen kann, dass man ein bestimmtes Niveau beibehält und die Umwelt trotzdem weniger belastet. Das Schöne ist, wenn du die mal nachfragst, haben die vornehmlich auch diese Umstellung ihrer Leuchten deswegen gemacht, weil Strom teurer geworden ist. Das muss man mal festhalten. Preise haben ja Anreize zu nachdenken. Das ist das Schöne der Marktwirtschaft. Bei uns fällt das ja nie wie Manna vom Himmel, aber was Herr Wiegand gesagt hat, muss man nun wirklich sehr ernst nehmen. Sie können das in dem neuen Buch von Schirmacher lesen. Da steht so ein Beispiel drin, dass die Zahl der Beschreibungen einer Krankheit in den Medien direkt korreliert ist mit der Zahl der Menschen, die diese Krankheit haben. Das ist tatsächlich belegt, statistisch belegt. Also wenn du lange über eine Krankheit, die bisher noch niemand gekannt hat, sprichst, schaffst du dafür einen Markt. Es gibt ja den guten Hinweis, dass in der Pharmaindustrie bereits Medikamente entwickelt sind für Krankheiten, die wir noch gar nicht kennen. Die kannst du aber schaffen. Ich frage immer mich in besonderer Weise, wer von dem ach so souveränen Kunden König ist und der damals hingegangen ist zu einem Unternehmen, hat gesagt, ich möchte jetzt gerne einen Quad kaufen. Kennen Sie Quads? Ich halte das für eine der unsinnigsten Erfindungen, die wir überhaupt jemals gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu eine Überlegung von Kunden gewesen ist, sondern da ist jemand gewesen, hat gesagt, du, wir brauchen neue Märkte, ich möchte gerne was machen, ich suche ein neues Projekt aus und dann macht er den Quad. Das ist für die Entwicklung des Bruttosozialprodukts, des Wachstums sehr wichtig. Das kannst du weitermachen, darüber haben wir lange gesprochen, da unterstütze ich das, was die Ministerpräsidentin sagt. Es wäre gut, wenn diese Enquete-Kommission nicht nur im neuen Bundestag berichtet, was die alte gemacht hat, sondern eine neue hat, die dann wirklich was macht. Das wäre wirklich hervorragend. Das ist keine Schelte der Kollegen, die da drin saßen. Aber ganz vorsichtig gesagt, das ist gesellschaftliche Grundpositionsdiskussion, Wertediskussion. Und das, was Sie gesagt haben, auch mit Blick auf das Bild, die Natur ist durch Wachstum gekennzeichnet. Also die Natur wächst immer im Kreislauf. Die Natur kennt keinen Abfall. Und das ist eigentlich das, was für mich Nachhaltigkeit wiederum ist. Wo schließen wir Kreisläufe und wo sind wir linear? In ganz vielen Dingen haben wir wirklich eine Wegwerfgesellschaft. Das ist nicht nur mit festen Abfallstoffen, das mit Flüssigen genauso. Das ist bis hin zur Natur. Die rote Listen der aussterbenden Natur ist Wegwerfgesellschaft. Wir werfen Vielfalt weg. Und das zu bedenken, ist ganz wichtig. Deswegen hat das ganz konkrete Gründe. Bisher verfeuern wir Kohle, Mineral und Gas, haben CO2 und es ist ein Wegfallprodukt. Gott sei Dank gehen wir jetzt daran und fragen, wie können wir denn CO2 nutzen? Wie können wir den Kohlenstoffkreislauf schließen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist das, was der Peter Altmaier genereller gesagt hat. Wie kriegen wir Technologien zustande, die im Kreislauf geführt werden können? Und das Wachstum der Natur kritisiert niemand. Wenn wir das schaffen, dann haben wir viel gemacht. Denn wissen wir, wir sind jetzt 7,3 Milliarden auf dieser Welt. Als ich geboren wurde, waren wir 2,7. Wenn meine jüngste Enkeltochter 38 ist, dann sind es 9. Da kann ich heute nicht hingehen und sagen, wir dürfen nicht über Wachstum nachdenken. Sondern muss ich darüber nachdenken, wie kannst du deren Bedürfnisse befriedigen, ohne dass du die damit verbundenen Auswirkungen auf die Stabilität von Ökosystemen, von sozialen Stabilitäten, die unterstützt nachhaltig, das, was Sie gesagt haben, schön nachhaltig,
Das müssen wir, glaube ich, dazu gesagt haben. Also die Frage der Kreislaufwirtschaft halte ich für ganz wichtig und dass wir uns wirklich mal überlegen, wie weit sind wir denn noch wir? Der Spiegel hat einen großen Titel gemacht vor einiger Zeit, Google weiß mehr über dich als du. Wie weit sind wir denn noch im Entscheidung? Also ich bin nicht hier, um das Buch von Herrn Schirrmacher zu bewerben. Aber diese Frage, was denn eigentlich in den Algorithmen der großen Datenmengen und deren Verarbeitung für uns dann hinterher noch als Entscheidungsmöglichkeit übrig bleibt, das ist schon was Spannendes, aber was richtig generell für die Perspektive eines wirklich würdigen menschlichen Lebens hier eine Rolle spielt. Und wenn wir den Menschen, siehe dieses Buch, reduzieren auf den Homo economicus, der nur durch Egoismus gesteuert wird, dann verlieren wir die Qualität des Menschlichen. Und das ist, glaube ich, das, was dahinter steht. Ich glaube, es war eine weitere Wortmeldung da. Dort bitte, Frau Ministerpräsidentin, das war auch kein Widerspruch, wenn Wachstum und Lebensqualität zusammenpassen, ist das ja in Ordnung. Das Problem, was wir heute in der Wirtschaft, in den Industrienationen haben, ist, dass wir Stäbe über Stäbe in den großen Unternehmungen haben, die darüber nachdenken, welches neue Produkt kann ich erfinden, das im Grunde niemand braucht. Und es produzieren. Und das ist Verschwendung von Ressourcen und von Energien. Ich stimme Ihnen ja zu, aber die Frage ist, wer soll denn darüber entscheiden, ob das... Der Verbraucher. Der aufgeklärte Verbraucher. Keine staatliche Stelle, nicht die Politik. Der Verbraucher. So. Aber die Politik sollte helfen, den Verbraucher aufzuklären. Klar. Und das ist das Problem. Ich glaube, das sind ja der Lösung schon ganz nahe. Also ja. es gibt Mönche in der Klosterzelle, die sind glücklich und zufrieden ihr Leben lang, indem sie Askese betreiben und auf einer Pritsche schlafen und am Tag 3 oder 4 Mal beten. Ja. Und viele Menschen sagen, das will ich auch mal machen, aber nicht mein Leben lang. Ja. Und es gibt andere, die sind erst zufrieden, wenn sie 3 oder 4 Autos vor der Haustüre stehen haben und zu Hause noch allen möglichen Schnickschnack haben. Und da kann die Bildung einen Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen erkennen, dass eben nicht im Konsum alleine das ewig Seligmachende liegt, aber letzten Endes muss es dann jeder junge Mensch, wenn er von der Schule kommt, selbst entscheiden, was er möchte und was er nicht möchte. Und wir müssen dafür sorgen, dass es bezahlbar bleibt. Also ich halte Squats halte ich für eine völlig unnötige Geschichte. Habe ich mir überlegt, eben muss ich sie denn verbieten? So, wenn ich sie verbiete, muss ich dann aber zum Beispiel auch überlegen, ob ich private Flugzeuge, so Ein-Mann-Flugzeuge verbiete, weil die ja natürlich auch eine verheerende Ökobilanz haben. Oder muss ich vielleicht sagen, ich mache einen CO2-Fußabdruck für den Squat und für das Flugzeug und für das Auto. Dann kann jeder sehen, was ist der Impact für die Umwelt. Dann sind wir schon beieinander. Ja, damit man dann auch sieht, was man anrichtet, wenn man mit diesem Ding durch die Gegend brettert. So, da war eine Frage. Das Argument, das Beispiel von Südafrika, von Herrn Altmaier, verleitet mich dazu, vielleicht einmal ein paar falsche Annahmen etwas richtiger zu stellen. Also wir rechnen Projekte in Afrika, wir rechnen in Südamerika, in China, auch in St. Wendel. Und viele, viele Projekte sind sehr, sehr wirtschaftlich. Auch die Sanierung eines Hauses für einen armen Menschen, eine arme Rentnerin ist wirtschaftlich. Wo wir Probleme haben, ist die Finanzierung. Das heißt, das Geld kommt zurück über eine gewisse Laufzeit. Oft meinen wir, die Laufzeit ist zu lang für den Kapitalmarkt. Oft meinen wir, die Sicherheit des Rücklaufes, des Geldes ist nicht gegeben und dafür geben wir diesen Menschen kein Geld, damit er in etwas für sich Rentiertes investieren kann. Die Ministerin aus Südafrika oder die Mitarbeiterin des Ministeriums hat das gleiche Problem, was die Kapverden auch haben, für die wir arbeiten. Die brauchen 1 Milliarde Euro, um 100% erneuerbar zu werden. Dann haben die alle geringere Energiepreise dort und können sie sogar industrialisieren mit Solar- und Windenergie. Aber wer leiht diesem Land 1 Milliarde Euro? Das Land hat ja nicht so viel Sicherheiten zu bieten. Und da sehe ich eine andere große Chance für uns entwickelte Länder, weil wir haben einen entwickelten Kapitalmarkt und wir leihen auch Ländern in Europa Geld, die das nie mehr zurückzahlen können. Das heißt, wir könnten also auch in rentierliche Projekte weltweit in Form von Fonds Geld geben. Und wenn es nur als Bürgschaftsfonds ist, damit die Menschen das machen können, was sie billiger ist. Ich will eine konkrete Zahl nennen, damit wir nicht so theoretisch bleiben. In Afrika machen sie eine Kilowattstunde Solarstrom für unter 4 Cent mittlerweile. Kohlestrom, Kernenergie und alles andere ist definitiv neu gebaut
über 4 Cent. Insofern hat Herr Willenbacher recht. Die Dame, die ihm Paroli gegeben hat, hat auch recht, weil sie spricht davon, dass sie das Geld für die Institution nicht aufbringen kann. Herr Willenbacher spricht davon, dass wenn das Geld geliehen würde und vernünftig verzinst würde, hätte Südafrika weniger Energiekosten und weniger Energiepreise. Das gilt übrigens auch für St. Wendel, das gilt auch für den Hochwald und für den Hunsrück. Wir haben ein Finanzierungsproblem größtenteils und kein Wirtschaftlichkeitsproblem. Dafür, Altmaier, 1 Billion Euro kosten Energiewende. Ich gebe Ihnen bei der Zahl völlig recht. Ich würde über Investitionen sprechen und dann können es auch 2 Billionen sein. Vielen Dank. Ich wohne in Hessen und ich weiß, ja, in Hessen muss auch jemand wohnen. Ich weiß, dass 60% der Hausbesitzer über 60 Jahre sind und im Prinzip zögern zu investieren, eine neue Heizungsanlage oder Wärmedämmung zu machen. Wir müssen möglicherweise zu einem Contracting mit Energieunternehmen kommen, dass die das machen, den Geldrückfluss bekommen. Damit sparen wir sofort CO2 ein. Geldmittel gibt es sicherlich in unseren Industrienationen noch genug. Das wäre auch eine Form, wie wir vorankommen könnten, denn wir wissen, dass wir, glaube ich, 35% unserer heutigen CO2-Emissionen kommen aus dem Bereich Wärme. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Heute wird ein Unternehmen im Energiebereich danach gemessen, wie viel Umsatz es macht. Je mehr Umsatz, desto besser. Wir müssten Wege finden, je weniger Umsatz die Stromunternehmen machen, das müsste prämiert werden. Über solche Modelle wäre es ein Weg. Ich glaube, es war noch eine Wortmeldung, wenn das nicht doch da. Und dann sind wir auch bitte 5:30. Ja, als ich vorhin hörte von einer Stimme, wir brauchen einen aufgeklärten Verbraucher, habe ich mich natürlich gefragt, ja, wie wird er denn aufgeklärt? Denn das setzt ja voraus, dass auch entsprechende belastbare Informationen vorhanden ist und vorhanden sind und da wird es schwierig. Schwierig deshalb, und das hat auch das Beispiel vorhin gezeigt mit dem T-Shirt, dass im Grunde genommen die ganzen Kosten, die in einem Produkt nach außen verlagert sind, also externalisiert werden, im Grunde nicht enthalten sind. Die Unternehmen müssen viel mehr informieren über ihre Standards, sozial, ökologisch. Es gibt ja auch in der Wissenschaft hier eine Richtung, die CSR, die Landesregierung hat sowas auch auf den Weg gebracht, Corporate Social Responsibility, dass Informationen über das Produkt an den Konsumenten weitergegeben werden, wie in den Einzelunternehmen, wie in den Vorlieferanten und so weiter, wie die Standards realisiert wurden. Und dann habe ich zumindest den rational denkenden Verbraucher erreicht, wenn er sagt, okay, er nimmt bewusst solches ein Produkt in Anspruch, er konsumiert dies. Noch nicht erreicht habe ich natürlich den emotional agierenden Verbraucher. Da muss natürlich Umweltschutz, muss nicht nur über die Ratio gehen, sondern auch über die Emotionen. Und ich denke, das ist eine perspektivische, eine ambitionierte Gemeinschaftsauftrag. Aufgabe von Politik und sogenannten NGOs und da wünsche ich mir die Unterstützung von allen. Also einmal noch Information, Stichwort CSR und zum anderen Gemeinschaft und ein Plädoyer, alle an diesem Strang mitzuziehen. Denn wir in unserem Beratungsangebot stellen auch immer fest, dass natürlich sehr viel Rationalität, sehr viel Wissensdurst hinten dran steht, aber die anderen müssen und wollen wir natürlich auch erreichen und ich denke, das ist eine gemeinsame Aufgabe und da plädiere ich dafür. Dankeschön. Mr. Rehlinger. Ja, vielleicht als Verbraucherschutzministerin sozusagen darauf antworten. In der Tat, glaube ich, sollte niemand den Fehler begehen, insbesondere auch nicht die Politik zu glauben, es gibt den mündigen Verbraucher. Das ist nicht unser Ausgangsniveau, das wäre allenfalls unsere Wunschvorstellung. Insofern ist es richtig, vielleicht auch zu differenzieren, auf welchen Ebenen man den Verbraucher anspricht. Das sollte die Politik auch so differenziert betrachten, denn die Industrie und die Wirtschaft tut es zusammen mit denjenigen, die Werbung machen, denn die sprechen diese Ebenen sehr bewusst und ganz konsequent an dieser Stelle auch an. Und das Schlüsselwort in der Tat bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist Transparenz. Transparenz einerseits, aber auch Glaubwürdigkeit andererseits. Das heißt, das, was ich transparent mache, muss natürlich nachher auch dem entsprechen, was dann bei Überprüfungen eben auch standhält. Und Transparenz, je nachdem auf welches Produkt man eben abstellt, stellt man tatsächlich am ehesten auch durch soziale Kontrolle her. Wir erleben das bei den Lebensmittelskandalen,
Dort gibt es ja jetzt die Gegenbewegung, dass das Thema regionale Produkte immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das gewinnt deshalb an Bedeutung, weil die Bürgerinnen und Bürger damit zumindest für sich emotional die Möglichkeit eröffnen, ich könnte bei den Bauern von nebenan hingehen und gucke mir an, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden. Ich gucke mir an, wie viele Kanister Pflanzenschutzmittel dort rumstehen und ich gucke mir in die Melkkammer hinein und gucke, ob das hygienisch erscheint oder nicht. Das ist sozusagen eine gelebte und aktiv ausgeübte Transparenz. Deshalb versuchen wir, dieses Thema Regionalität auch zu besetzen, auch unter Umweltgesichtspunkten. Ja, sparen Transportwege, das ist gut für die CO2-Bilanz an dieser Stelle. Die Saarländische Landesregierung hat bereits ein klimafreundliches Frühstück gemacht, ausschließlich mit regionalen Produkten. Wenn wir es quasi dadurch veredeln, dass wir noch besonders umweltschonende Produktionsweisen oben draufsetzen, also das Thema Bio noch mit einfließen lassen, dann haben wir sicherlich ganz, ganz viele positive Punkte, die wir abhaken können. Aber auch an der Stelle rate ich dazu, sich nicht selber allzu sehr froh zu machen, sondern man muss auch gucken, wie viel kann ich über diesen Punkt auch erreichen. Also wir stehen dort sehr, sehr am Anfang. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen regionale Produkte. Die jüngste Umfrage hat das belegt. Sie verwechseln noch ein bisschen regional mit Bio, aber das sei mal dahingestellt. Wir haben nur ein Problem, was regionale Produkte eben angeht hier bei uns im Land. Ich habe daraufhin mal die Selbstversorgungsquoten im Saarland ausrechnen lassen. Da stehen wir mit der Milch noch gut da, 100%, wunderbar. Bei Obst und Gemüse liegen wir bei 3%, bei Schweinen liegen wir bei 5%. Rindfleisch geht noch 15%, aber nur, weil der Rindfleischkonsum nach unten gegangen ist. Und. Das zeigt also, wir müssen dort richtig dicke Bretter bohren, aber da sind wir vielleicht bei einem Punkt, wo wir uns die ganze Zeit immer so ein bisschen drumherum drehen. Allein die Politik kann das nicht schaffen. Es reicht nicht aus, dass ich als Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerin jede Woche verkünde, regional ist gut, besser als Geiz ist geil. Ich brauche die Nachfrage, ich glaube, dass man das hinbekommt, aber ich brauche auch die Anbieter. Und da müssen wir eben ran, dass man für die, das was wir die ganze Zeit sagen, den Mehrwert auch darstellen können, was es denn heißt, vielleicht in ein regionales Produkt viel stärker zu investieren, in die regionale Vermarktung zu investieren. Da bekommen wir immer wieder als Antwort gesagt, ich habe keine Zeit, regionale Vermarktung ist viel Aufwand, viel Kundenkontakt und. Das ist etwas, da glaube ich, kann Politik etwas tun, nämlich Überzeugungsarbeit leisten. Auf der anderen Seite agiert man immer so ein bisschen nach dem Motto, ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, weil ich muss noch so viele Bäume ummachen. Also da müssen wir ran, dass die Angebotsseite gestärkt wird, denn die Nachfrageseite kann man relativ schnell dort nach oben ziehen, aber beides muss halt im Gleichklang funktionieren, denn sonst wird es nicht laufen. Und am Ende wird, glaube ich, ein zufriedener Verbraucher stehen, der erkennen kann, dass das, was er tut, auch Sinn macht. Und das wäre an der Stelle auch sicherlich das Ziel von unserer gemeinsamen Politik. Ja, ich darf nur ganz kurz ergänzen, es gibt genügend Hoffnung auch auf dem Gebiet. Eines der größten Handelsunternehmen der Welt, Tesco, hat alle Lieferanten aufgefordert, bis Ende 2014 auf jedem Produkt die CO2-Emissionen auszudrucken. Und wenn ein so großes Unternehmen das macht und sagt, wenn du das nicht hast, liste ich dich aus, werden sie sehen, was für eine Bewegung in die Industrie kommt. Und wenn ein Unternehmen das macht, müssen andere das nachziehen. Also da kommt Bewegung hinein. Ich habe gar keine Sorge, dass wir wesentlich schneller auf dem Gebiet vorankommen werden. Ich möchte zum Abschluss dieses Podiums an unseren Ehrengast eine kurze Frage noch stellen. Ich bin erschüttert vor 2-3 Wochen gewesen, als ich las, dass der Präsident von Ecuador sagte, jetzt ist es vorbei, ich gebe meinen Regenwald auf. Das heißt, ich lasse zu, dass in einem ganz, ganz wichtigen Schutzgebiet dieses Amazonas-Regenwaldes jetzt nach Öl gebohrt werden darf, denn die Weltgemeinschaft hatte ihm mal 3,6 Milliarden als Ertragsausfall in Rechnung gestellt. Heute, 5 Jahre später, waren 15 Millionen auf dem Konto und 113 Millionen von den 3,6 Milliarden zugesagt. Und die Multis, die Ölmultis, geben ein Vielfaches natürlich von diesen 3,6 Milliarden diesem Präsidenten. Es ist schade um den Regenwald in Borneo. In 10 Jahren wird kaum noch ein Baum da stehen. Das ist die Situation unserer grünen Lunge auf diesem Planeten.
Ja, die Konsequenz aus all dem ist, wir werden die Menschen, die dort leben, kaum davon überzeugen können, dass sie den Wohlstand, den sie haben, im Boden lassen, um das Klima zu retten, was andere zerstören. Das ist extrem schwer zu verdeutlichen. Wir können da nur vorankommen, und das bindet ja in die Diskussion hier voll ein, wenn wir bis in die ökonomische Rechenbarkeit hinein Alternativen so entwickeln, dass das da wirklich auch ökonomisch drin bleibt. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir lange diese feinen Sätze sagen können. Das ist und bleibt meine große Überzeugung. Das bindet mich ein in vieles, was hier gesagt worden ist, auch mit dem, was aus dem Publikum dazu gekommen ist. Wir haben Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es uns aktuell möglicherweise zu teuer erscheint. Man muss sich immer wieder klar machen, dass der Haushalt in Deutschland, der durchschnittliche, von seinen Energieausgaben 25% für Strom ausgibt und 75% für Wärme und Mobilität. Gestern hat jemand so schön gesagt, die Scheichs und die Ölindustrie lachen sich tot darüber, dass es ihnen gelungen ist, Energiearmut als Strompreisarmut in Deutschland zu verkaufen, und sie können ohne große Bedingungen ihre Energie erhöhen im Preis. Wir sind ein Stück ganz anders eingebunden, als wir es uns wünschen. Und deswegen sage ich mit großem, großem Interesse, dass es klasse ist, dass wir sowas auf den Weg gebracht haben. In einem Bereich, der mehr ist als nur ein Nebenbereich. Denn wenn der Peter Altmaier sagt, wir müssen den Fußabdruck berechnen, wir leben mittlerweile in einer Welt, da kannst du keinen Fußabdruck mehr haben, weil da schon ein Fuß steht. Das ist ja die Überlegung dabei. Also ich glaube schon, das ist eine sehr konkrete Diskussion geworden, wenn ich das von meiner Seite her sagen darf, für die ich mich herzlich bedanke. Bedanke dafür, dass ich ein bisschen mit der Anlass dafür war, dass hier so diskutiert und gesprochen wurde. Ich freue mich über ein Land, das eine solche Ministerpräsidentin und eine solche Umweltministerin hat, die sich da nicht nur über den Tag zu retten versuchen, sondern auch wissen, dass sie eine große Verantwortung für die mittlere und längere Frist haben. Das ist eine tolle Sache. Deswegen kommt man gerne zurück, erinnert sich daran, dass man mit Annegret Kramp-Karrenbauer schon in Zusammenarbeit war, wo auch jemand gesagt hat, das ist die nächste Ministerpräsidentin, dann wäre es wahrscheinlich Edgar Burger eher nicht angekommen. Und wenn ich Edgar Burger anspreche, wissen Sie, ist mein ältester hier Bekannter, ist glaube ich auch Alterspräsident hier im Hause. Oder ist jemand älter als 88. Und wenn du den Mann siehst mit 88 Jahren, dann kann ich nur sagen, der ist immer noch unternehmerisch tätig, und zwar erfolgreich, unternehmerisch tätig. Und dann kann ich nur sagen, dann bist du, wenn du 75 bist, etwas optimistisch, wenn du wieder nach Hause gehst. Das ist gut, Edgar, dass du das gemacht hast. Deswegen wollte ich das endgültig sagen. Und außerdem war hier jemand, der mich wirklich grundsätzlich gut kennt. Dass ich so eine lange Diskussion mache, ohne dass ich einen Pilz kriege, das wäre eigentlich schlecht gewesen. Das ist ihm möglicherweise nicht ausgefallen. Aber Sie wissen ja auch, ein deutscher Politiker trinkt dann das Bier so, dass der Name der Brauerei nach vorne zeigt. Mir ist es in meinem politischen Leben mehrmals geglückt, dass dann der Reporter der örtlichen Zeitung davon ein Bild gemacht hat. Das ist veröffentlicht worden und die Brauerei hat mir einen Kasten Pilz nach Hause geschickt. Also ein kleiner Hinweis an Carlsberg. Kleiner, feiner Hinweis. Das muss ja auch dabei sein, wenn du auch in einer solchen ernsten Diskussion nicht am Ende dazu kommst, dass du sagst, du löst Probleme wahrscheinlich nur, wenn du zwischendurch auch mal lachen kannst. Und das habe ich in meinem Leben immer getan. Und da weiß ich, dass ich so jemand wie die, die hier vorne sitzen, wohl an meiner Seite weiß. Ich finde das auch prima, Herr Wiegand, dass Sie nicht nur sagen, und jetzt kommt die nächste Fragestellung, sondern dass Sie Meinung mit einbringen und klar machen, dass wir wirklich Verantwortung zu übernehmen haben. Herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein konnte. Meine Damen und Herren, das war schon das Schlusswort. Ich glaube, wir brauchen dem nichts hinzuzufügen. Ich darf mich bedanken bei den Damen und Herren auf dem Podium. Ich darf mich bei Ihnen bedanken
für das Zuhören und ich hoffe, dass Sie ein klein bisschen mehr Einblick in viele Herausforderungen, vor denen wir stehen, heute bekommen haben. Danke sehr und wir gehen im Programm weiter. Ja. Vielen Dank den politischen Akteuren des Wandels. Herr Peter Altmaier wird das Abschlussstatement halten und man kann ja vielleicht einen kleinen Hinweis an die Wirtschaft geben. Vielleicht gelingt es ja der Wirtschaft, Umweltprodukte zu produzieren für Umweltprobleme, die wir noch gar nicht haben. Und wir nehmen mit, Nachhaltigkeit und Wachstum scheinen möglich und Nachhaltigkeit ist längst als politische Handlungsmaxime angekommen. Ich hoffe, den Herrn Altmaier hat man mittlerweile gut verkabelt. Ja, vielen herzlichen Dank. Mir bleibt eigentlich nur noch Dankeschön zu sagen. Dankeschön an die Akademie, lieber Stefan Wörsdorf, lieber Arno Krause, für die Organisation, an die Landesregierung. Dankeschön an Klaus Töpfer. Wir haben vor einigen Wochen in Berlin mit den Berliner Freunden und internationalen Freunden deine Leistungen gewürdigt und es gab riesengroßen Applaus für eine Lebensleistung, wie sie kaum ein Politiker vorzuweisen hat. Ein Sinn dieser Veranstaltung heute war auch, dass alle diejenigen, die mit dir zusammen deinen Weg im Saarland gegangen sind, Dankeschön sagen wollten für all das, was du uns gegeben hast. Wenn ich sie sehe, von Jürgen Lennertz über Karl Rauber, Peter Jacobi, Annegret Kramp-Karrenbauer und mich selber. Wir waren damals sehr stolz, dass wir einen Planungschef hatten bei Franz Josef Röder, der ein Wundertier war und auf viele Fragen eine Antwort hatte, die wir noch nicht mal gestellt hatten. Wir waren stolz darauf, dass wir einen Landesvorsitzenden hatten und wir waren stolz darauf, dass du unser Minister am Bonner Kabinettstisch warst. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass wir dir auch etwas intensiver zugehört haben als manche anderer und dass wir infiziert worden sind von deinen Überzeugungen und deinen Gedanken. Und deshalb findest du saarländische Politiker, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln und zu verteidigen, seltener am Ende der Marschkolonne hinterher, trottelnd und unwillig schimpfend, sondern in der Regel eher vorneweg und mit der Begeisterung, dass wir etwas Gutes tun. Wir haben ein Jubilar vor uns, der in ganz besonderer Weise frisch und präsent ist, ohne den keine Diskussion zur Umweltpolitik denkbar ist. Wir heutigen, die wir davon zehren, was du uns an Boden bereitet hast, sind froh, dass wir dich haben. Auch wenn du manchmal etwas weiter gehen kannst als wir vielleicht, in der Praxis hilfst du uns damit, dass wir uns gegen die durchsetzen, die jetzt immer noch ignorant sind. Und dann, du hast vorhin gesagt, du hast das Exemplar von Karlowitz im Originaldruck in den Händen gehalten. Mir ist das auch so ergangen, als ich an der Forstuniversität in Tharandt war, vor einigen Wochen oder Monaten, habe ich dieses Buch gesehen und gedacht, 300 Jahre, mein Gott, was ist das für eine lange Zeit. Und jetzt haben wir diesen jugendlichen Jubilar vor uns, 75 Jahre, das heißt knapp ein Drittel dieser Zeit hast du selbst erlebt und gestaltet. Und das ist auch sehr eindrucksvoll, weil es zeigt, dass auch 300 Jahre vielleicht nicht ganz so lange sind, wie es uns scheinen mag. Und weil du aber auch der lebende Beweis dafür bist, dass man die Zeitläufe nicht nur ertragen muss, sondern dass man sie auch gestalten kann. Wir wünschen uns, dass du uns hilfst, die Zukunft weiterhin zu gestalten. Wir freuen uns immer, wenn du als unser saarländischer Klaus Töpfer und Minister hier bei uns bist. Ich weiß, die Freunde in Höxter freuen sich auch, die konkurrieren um deine Präsenz und um deine Anwesenheit. Aber wir hier im Saarland, wir sind stolz darauf, dass wir Klaus Töpfer hatten und haben. Dafür einen herzlichen Dank und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Minister. Lassen Sie uns also bitte zur feierlichen Überreichung des EMAS-Zertifikates kommen. Frau Ministerin und Frau Umweltministerin, kommen Sie bitte nach vorne. Der Stefan Mörsdorf möge kommen, der mir im Vorgespräch erzählt hat, dass dieses EMAS-Zertifikat, was bundesweit gar nicht so bekannt ist, im Saarland doch sehr erfolgreich ist, sei, weil Sie selbst Klinken geputzt hätten und dem EMAS-Zertifikat sozusagen dann auf die Sprünge geholfen haben. Sehr gut. Bitte sehr.
die Verleihung des EMAS-Zertifikates ist kein reiner Freundschaftsakt. Wer weiß, was die ERO alles tut, der weiß, dass das EMAS-Zertifikat wirklich auch an den Richtigen verliehen wird. Wer in der Kantine beispielsweise dieses wunderbare Essen zu sich genommen hat, was sowohl ökologisch als auch regional hergestellt wurde. Wer weiß, was Sie für flexible Arbeiten und die Verringerung des Ökorucksacks beispielsweise auch getan haben. Und wir wissen, dass Sie alles tun, um die Energiekosten zu reduzieren. Da kommt demnächst noch eine Photovoltaik.